Nachtgespräche bei Ihrem Stadtradio mit Eugen Drewermann und den Hörern von Berlin 88.8. Guten Abend, liebe Märchenfreunde. Guten Abend allen, die das schöne Gespräch lieben. Am Mikrofon in Berlin begrüßt Sie alle herzlich Michael Lungert. Und ich begrüße besonders mit Freuden Ihren und meinen Gesprächspartner in Paderborn, Eugen Drewermann. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Lungert. Wir haben heute ein Märchen, das wohl zu den bekanntesten, vielleicht heute sogar das bekannteste Märchen genannt werden darf, Hänsel und Gretel. Nun muss man ja sagen, Hänsel und Gretel ist ja eigentlich doch ein ziemlich grausames Märchen. Und es fragt sich doch, wie kommt es, dass gerade dieses Märchen sich so stark im Bewusstsein der Menschen, die das vielleicht einmal gehört haben, gehalten hat? Es ist so ähnlich wie mit den Kriminalgeschichten für Erwachsene. Peter Strom, der eben lief in der ARD, das ist natürlich auch ein modernes Märchen. Man schaut es sich an mit relativem Vergnügen, weil man weiß, die Spannung der Angst, die ganze Zeit die Handlung bestimmt, löst sich irgendwann auf. Ganz sicher pünktlich am Ende der Sendezeit, in den letzten Minuten, wird die Rettung kommen. Das darf man eigentlich bei den Märchen voraussetzen. So sind sie weniger grausam als spannend, aber sie zeigen, anders als unsere Krimis, viel mehr von dem, was in Menschen vor sich geht. Vor allem aus der Zeit, da wir selber noch Kinder waren. An welchen Problemen wir da gelitten haben. Auch welche aggressiven Auseinandersetzungen, welche unterdrückten Formen von Protest, wie viel an Angst, an Hilflosigkeit in der Seele von Menschen liegt. Also, dass das äußere Geschehen buchstäblich nach innen gezogen wird. Es ist ganz, ganz stark symbolisch und man kann Märchen größtenteils eigentlich nur lesen, indem man sich selber noch einmal zurückzuversetzen sucht in die Zeit, da man noch ein Junge oder ein Mädchen war und fragt sich, wie habe ich da meine Eltern erlebt? Märchen helfen einem, den Weg zu verstehen, auf dem man erwachsen wurde und werden musste. Und umgekehrt, indem das geschieht, auch noch einmal die Notlage der Eltern zu verstehen. In der Märchen heute Abend wird eine Mutter plötzlich gegen jede soziologische Wahrscheinlichkeit als Stiefmutter bezeichnet. Keine Mutter möchte das. Sie möchte den Kindern, die sie großzieht, alles geben, was sie glücklich machen könnte. Die Geschichte von Hänsel und Gretel aber beschreibt, wie eine Frau in einer solchen Notlage lebt, dass sie das nicht kann. Vielleicht sollten wir es einfach mal zumindest den Anfang des Märchens ein wenig hören. Das wäre schön. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Endlich kam die Zeit, da konnte er auch das nicht schaffen und wusste keine Hilfe mehr für seine Not. Wie er sich nun abends vor Sorge im Bett herumwälzte, sprach seine Frau zu ihm: Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ sie hinaus in den Wald, mitten hinein, wo er am dicksten ist, da mach ihnen ein Feuer an und dann geh weg und lass sie dort allein, wir können sie nicht länger ernähren. Nein, Frau, sagte der Mann, das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder den wilden Tieren im Wald zu bringen, die sie bald würden zerrissen haben? Nun, wenn du das nicht tust, sprach die Frau, so müssen wir alle miteinander Hungers sterben. Und sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Die zwei Kinder waren auch noch vor Hunger wach gewesen und hatten mit angehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen, und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, sei still, Gretel, und gräm dich nicht. Ich will uns helfen. Damit stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Kieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so viel in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er zurück ins Haus
Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig, sprach er, legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe noch die Sonne aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. Steht auf, ihr Kinder, wir wollen in den Wald gehen. Da hat jedes von euch ein Stücklein Brot, aber haltet's zu Rate und hebt's euch auf für den Mittag. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf den Weg zum Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach, Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und heb deine Beine auf. Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Mutter sprach, ein Narr, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer machen, dass wir nicht frieren. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an, und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter, nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen, wartet, bis wir wiederkommen und euch abholen. Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag, da aß jedes sein Stücklein Brot. Sie glaubten, der Vater wäre noch im Wald, weil sie die Schläge seiner Axt hörten, aber das war ein Ast, den er an einen Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Nun warteten sie bis zum Abend, aber Vater und Mutter blieben aus. Und niemand wollte kommen und sie abholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen. Hänsel aber sprach, wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand. Da lagen die Kieselsteine und schimmerten wie neu geschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch, und wie es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wieder sah, denn es hatte ihm doch wehgetan, wie er sie allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute. Heimlich aber war sie bös. Für ein Märchen, Herr Drewermann, bis dahin hört sich das ja nicht gerade erfreulich an. Die Mutter, heimlich aber war sie bös. Das ist wahr. Man kann bei einem solchen Märchen wie der Geschichte von Hänsel und Gretel sehr gut etwas lernen, das auch sonst gilt, wenn man Menschen zuhört. Man versteht alles sofort, wenn man sich fragt, nicht was wird da erzählt, sondern was wird in den Menschen vor sich gehen, von denen das berichtet wird. Was erleben sie selber, wenn sie so sprechen, wenn sie so handeln? Und in diesem Sinne ist Hänsel und Gretel im ganzen ersten Abschnitt die Geschichte aller Menschen, die in ihren Kindertagen gefühlt haben, dass sie ihren Eltern im Grunde zu viel sind. Also könnte man denken, zum Beispiel ganz besonders jener Kinder, die vor 50 Jahren bei Kriegsende mit den Eltern oder mit der Mutter auf die Flucht gehen mussten, zum Beispiel. Ja, sie werden das in Berlin erlebt haben, wie Hunderttausende durch die zerstörte Stadt zogen, hatten gerade ein Aufenthaltsrecht von anderthalb Tag und mussten dann weiter. Wie viele Mütter, wie viele Eltern, wenn denn überhaupt der Vater noch dabei sein konnte, waren imstande, ihren Kindern noch Mütter oder Eltern zu sein. Ja. Da waren gute, bemühte Menschen, die einfach überfordert waren. Sie selber hatten nichts zu essen und sie haben sich's vielleicht vom Munde abgespart. Ja. Selbst wenn sie das getan hätten, hätten die Kinder fühlen müssen, was sogar der Realität entsprach. Sie sind im Grunde zu viel. Wenn es sie nicht gäbe, hätten es alle anderen leichter. Mhm. Mhm. Das ist zunächst mal rein äußerlich hier. Vollkommen unschuldige Menschen können in eine solche Not hineingeraten, dass Kinder das Empfinden haben müssen, sie essen ihren eigenen Eltern das Brot weg, das die selber brauchen. So erzählt diese Geschichte. Wir brauchen in Deutschland dramatische Situationen, wie sie vor 50 Jahren waren, um diese äußere Not in dieser Härte
überhaupt noch zu verstehen. Aber ein Drittel der Menschheit weiß sofort, wovon die Rede geht, auch wenn man die Geschichte rein äußerlich erstmal so stehen lässt. Und dann müsste man hinzufügen, sie ließe sich auch in Deutschland unserer Tage und Jahre ja auch innerlich vergleichbar lesen. Ganz richtig. Wir müssten nur denken, dass die Mutter, die hier so verstoßen zunächst erscheint, in ihrer Hilflosigkeit, aber wohlgemerkt seelisch überfordert ist, dass ihr Mann, der hier als hilflos geschildert wird, das Problem wohl sieht, aber nicht lösen kann. Dass da eine Ehe geführt wird, wo alle Verantwortung auf der Frau liegt. Und die sieht am Ende gar keinen Weg mehr, als hart zu sein. Sie bleibt ja realistisch bis in die Details hinein. Wenn Hänsel auf dem Weg von Hause weg zurückschaut, um die Kiesel zu verstreuen, und sagt, oben auf dem Dach sitzt das Kätzchen, nun auch ja so ein Bild, das über dem eigenen Zuhause eine Katze sitzt im Grunde, wenn auch verkleinert hier, dann sagt die Mutter einfach, es ist die Sonne. Sie weiß, 2 mal 2 ist 4. Sie ist gewissermaßen der realistische Teil in dieser Familie. Aber eben der weiß am Ende keinen Ausweg mehr, als zu verstoßen. Man muss sich einfach die Angst jetzt mal vorstellen, die in Kindern sowieso schon einen großen Raum einspielt, selbst unter den günstigsten Verhältnissen. Die Eltern gehen weg. Dann wird ein Kind natürlich sich fragen, und wann kommen die Eltern wieder? Für ein sehr kleines Kind gibt es keinen Weg der Welt, ihm begreifbar zu machen, wann das der Fall ist. Ja. Selbst wenn man sagt, in 2 Stunden, es wird es nicht verstehen, die Eltern sind weg. Und je mehr Angst ein Kind schon im Vorfeld hat, desto verzweifelter wird es warten und warten. Und die Verzweiflung des Kindes übt wieder Druck auf die Eltern aus. Wenn nun die Mutter selber schon überfordert ist, wenn sie außer dem Hause irgendwas zu tun hat, zum Beispiel um Geld zu verdienen oder auf dem Feld zu arbeiten, wenn sie einfach nicht zu Hause sein kann, ist allein das Schuldgefühl, das ihr gemacht wird, das Kind bleibt jetzt doch hilflos und allein zurück, Grund, wieder innere Spannungen zu erzeugen. Ganz leicht entsteht dabei ein Teufelskreis. Die liebste Mutter der Welt kann am Ende das liebste Kind der Welt nicht mehr wirklich mögen. Und von dem Zeitpunkt an wird alles doppelbödig. Die Eltern machen ein Feuer an im Walde. Sie sorgen sich um die Kinder, geben ihnen sogar zu essen. Sie sagen, sie sollen ruhig einschlafen. Also das ist wie ein Albtraum für viele, die sich noch erinnern können, wie sie Angst hatten, die Eltern gehen weg und kommen nie mehr wieder. Im Grunde wird man zurückgelassen werden. Und zwar, je liebevoller die Worte geäußert werden, desto misstrauischer muss man hier sein. Das sind Kinder, die Nacht für Nacht an der Wand horchen, wie die Eltern sich darüber unterhalten, mittels welches Verfahrens man sie wegschicken kann. Das ist eine Szene, die so sehr geprägt ist von Schuldgefühlen, von Selbstvorwürfen, auch von dem Unwillen, das der Vater hier ja äußert. Man hat die Kinder im Grunde lieb, man will überhaupt nicht so sein. Und trotzdem soll das geschehen. Und für die Kinder entsteht jetzt das Problem, wie bekommen sie es hin, immer wieder nach Hause zurückzufinden. Im Grunde nur, indem man nachts bei Mondschein in einer traumähnlichen Szene zurückschleicht. Und man muss immer wieder Spuren legen, die man selber entwirft, um zurückzufinden zu den eigenen Eltern. Das ist eine dramatische Situation, die viele aber als Erwachsene einem genauso erzählen werden. Sie mussten immer wieder versuchen, Wege zu finden, die Eltern lieb zu gewinnen, dass sie doch ihre Eltern blieben. Im Grunde hatte man kein Zuhause, das war das Gefühl, aber wenn man sehr klug war, dann konnte man es doch schaffen. In manchen Familien wird dann geschildert, wie die Kinder versucht haben, den Eltern die Arbeit zu erleichtern, wie sie womöglich als 3- oder 4-Jährige angefangen haben, wenn die Mutter fort war, irgendwie abzutrocknen oder abzuspülen. Oder dann ging aber was schief, eine Tasse fiel hin und der Ärger war noch viel größer. In solche Momente hinein dringt eine derartige Angst, dass Hänsel und Gretel im Grunde die Geschichte von allen heimatlos groß gewordenen Kindern ist, mitten in einem Zuhause, das womöglich von außen her gar nicht so schlecht erscheint, in dem aber entweder sozial, äußerlich oder seelisch die Eltern einfach überfordert sind. Sie sind zu arm, um die Liebe schenken zu können, die sie eigentlich gegenüber ihren Kindern fühlen. Und der Widerspruch hier von Vater und Mutter ist der Widerspruch im Grunde, der die Seele
jedes der beiden durchzieht. Auch der Mutter, die dann als Stiefmutter hier sogar benannt wird, muss man zutrauen, dass sie, wenn es heißt, sie war bös, dass die Kinder wiederkommen, im Grunde nur umso härter wird, als sie natürlich Schuldgefühle hat, die Kinder weggewünscht zu haben. Mhm. Also wie viele Frauen kenne ich, die sich das zum schlimmsten aller Vorwürfe machen. Es hat Situationen gegeben, wo sie in ihrer Hilflosigkeit gedacht haben, wenn das Kind doch gar nicht wäre. Das kann 20, 30 Jahre später noch Frauen einfach zum Weinen bringen. Und es kostet lange, lange Zeit dann, diese uralten Schuldgefühle langsam abzubauen, auch Verständnis zu schaffen für sich selber und die Situation nochmal sich vor Augen zu stellen, in der solche Wünsche haben wachsen können. Ja. Bemerkenswert ist dann noch, dass Hänsel und Gretel auch eine bestimmte umgekehrte Rollenverteilung vornehmen. Die Eltern sind dadurch gekennzeichnet, dass der Vater nicht weiter weiß. Und die Mutter muss eine Lösung finden, die sie dann ziemlich hart durchsetzt. Die Geschichte von Hänsel und Gretel beginnt jedenfalls erstmal damit, dass Hänsel derjenige ist, der den Weg nach Hause findet. Wir werden später hören, dass Gretel diejenige ist, die die Freiheit von der Mutter schafft. Aber unter ganz anderen Bedingungen. Mhm. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, wenn die beiden Eltern als zwei verschiedene Personen auftauchen, kann man nicht auch denken, dass Hänsel und Gretel zunächst einmal als ein Geschwisterpaar empfunden werden. Auch das ist ja oft im Erleben von Kindern außerordentlich wichtig, vor allem wenn die Eltern in der Einstellung als so zwiespältig erlebt werden, dass es an der Seite noch eine Schwester oder einen Bruder gibt, mit der oder mit dem man sprechen kann über die Schwierigkeiten, womöglich einigermaßen gleichaltrig sogar. Das kann ein ganz großer Segen sein. In anderen Familien freilich ist es oft, dass der ältere Bruder oder die ältere Schwester dann die Mutter ersetzen müssen, die überfordert ist. Ja, ja. Müssen dann die Erziehungsarbeit oft als Sechsjährige schon leisten. Was für einen gleich wieder neue Überforderungen schafft. Und das geht dann so weiter. Ja. Also man muss voraussetzen, dass Hänsel und Gretel einigermaßen gleichaltrig sind und also dichter zusammengehören, sodass der Druck der Erziehungsarbeit nicht weitergegeben wird. Sie bemühen sich gemeinsam hier um eine Lösung. Aber zunächst mal ist Hänsel gewissermaßen der realistische, der vernünftige Teil. Und es ist sehr bemerkenswert, er legt die Spuren, auf denen der Weg gefunden werden kann, um nach Hause zu kommen. Das ist ein solches Betteln um die Liebe der Eltern. Auch das muss man noch mal vor sich sehen. Da ist jemand, der immer wieder kommt, obwohl man ihn eigentlich nicht haben will. So verstehe ich am Ende, wenn das heißt, die Frau war ärgerlich, war zornig. Mhm. Mir hat jemand mal erzählt, wie das gewesen war, als er seinen Hund aussetzen sollte. Es war anfangs der Ferien gewesen, die Eltern wollten mit ihm ins Ausland fahren und über die Grenze war das alles schwierig mit dem Tier. Sie hatten dem Jungen gesagt, er sollte den Hund einfach irgendwo auf die Straße setzen. Er wollte das nicht, er hat geweint, gebettelt, er musste es tun. Aber der Hund kam wieder. Die Eltern waren ärgerlich, er hätte das nicht richtig gemacht. Der Junge war glücklich, aber die Eltern ärgerlich, der Hund kam wieder. Sie haben das noch zweimal versucht, aber das Tier fand stets den Weg nach Hause. Wenn man so ähnlich denkt, dass Menschen fühlen können, dann hat man ein ganz gutes Bild für das, was die Geschichte von Hänsel und Gretel beschreibt. Ja. Ja. Wie verzweifelt Kinder ihre Eltern suchen, die sie brauchen. Und das Allerschlimmste ist, wenn Eltern durch äußere oder innere Gründe gegen ihren Willen dahin bestimmt werden, ihre Kinder nicht gebrauchen zu können. Loswerden zu müssen, wie das hier steht. Schön, Herr Drewermann. Lassen Sie uns an der Stelle eine Pause machen. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich aufgefordert, uns anzurufen, wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen. Wählen Sie 30 20 20 30 20 20. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und
Wir freuen uns auf die ersten Hörer. Zunächst Herr Johann. Guten Abend. Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Johann. Ja, und zwar, ich höre Ihre Sendung schon seit geraumer Zeit. Ich bin auch Katholik, ja. Mhm. Natürlich kein, wie man sagt, Besessener, ja. Allgemein. Mhm. Ich denke auch, ich habe auch meine Gedanken. Ich weiß ungefähr, was, ich kenne auch 10 Gebote, nicht? Mhm. Ich richte mich einigermaßen danach, wie man so darunter verstehen kann. Ja. Nur, was mich jetzt interessiert hat, die erste Sendung mit der Hänsel und Gretel. Mhm. Das war diese Einleitung, bestellte man. Na, Sie sagen nichts. Hallo, ich verstehe, es ist eine Tonstörung, ich verstehe Ihre Worte nicht. Ja, ich wiederhole das. Ja. Und zwar, die erste Sendung, also mal der Mann von irgendwo aus Bayern war, mit der Hänsel und Gretel, nicht? Ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen. Mit der Frage Hänsel und Gretel, die eine Märchengeschichte. Ja. Jetzt vor kurzem wurde doch als Einleitung gegeben. Als erste überhaupt, ja? Bevor Wozu die Einleitung? Naja, ich meine, ich habe das Empfinden, das war ein richtig bestellter Mann. Es sollte so richtig so ins Fluss kommen, nicht? Wovon sprechen Sie jetzt? Was war in Bayern? Ich weiß noch nicht. Den Zusammenhang, den Sie meinen. Ich meine, Sie sind doch gute Psychologe. Was war denn in Bayern? Also, Sie wissen doch, wo ich spreche. Und zwar von dem Mann, der die Geschichte erzählt hat von Hänsel und Gretel. Richtig. Herr Johann, wenn ich mich gerade einmischen darf. Ich denke, Sie wollen sich darauf beziehen, dass wir in einer Sendung einmal aufgrund eines... Heute. Nicht einmal, heute, jetzt vor kurzem. Da wurde gesprochen von Hänsel und Gretel, wo die Kinder ausgesetzt wurden und so weiter, nicht? Ja. Also war doch jetzt vor kurzem, vor einigen Minuten gesprochen. Da haben wir das Märchen vorgelesen, ja, richtig? Richtig. Haben Sie das vorgelesen oder war das jemand andere? Ich habe es vorgelesen, hier aus Berlin. Und jetzt spricht Herr Drewermann gleich mit Ihnen. Du, Sie haben das vorgelesen. Ich habe es aus Berlin vorgelesen und ich habe zwischendurch mit Herrn Drewermann dann auch drüber gesprochen. Ja. Und jetzt sprechen Sie aber Warum direkt... Warum haben Sie das vorgelesen? Um es nochmal ein bisschen in Erinnerung zu bringen. Ach, weil wir über dieses Märchen reden wollen. Und jetzt sprechen Sie mit Herrn Drewermann... In Ordnung. Ja, jetzt bin ich im Klaren. Ja. Wunderbar. Und zwar die Geschichte Hänsel und Gretel. Gut, es wurde jetzt, weil ich weiß auch warum, deswegen interessiert mich das. Ja. Weil heute ist doch die 50-Jährige, nicht wahr, Kriegsende und das und jenes. Das leider geht schon seit Monaten, aber es ist schon richtig. Vollkommen richtig. Was ist denn Ihre Frage jetzt, Herr Johann? Und zwar, die Geschichte wird jetzt so eingebaut, aber bitte ein bisschen subjektiv. Man soll objektiv sein. Nochmal, was ist für Sie jetzt subjektiv? Wir sprechen über ein Märchen und über Erfahrungen, die Menschen damit machen. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt die Eltern, ja, die Kinder aussetzen, die wissen nicht, wovon sie leben und so weiter. Ja. Es ist schon richtig als Geschichte, aber wir haben 45 das erlebt. Und da haben in dieser schlimmen Zeit, Eltern, ich weiß nicht, dass die Kinder ausgesetzt wurden. Mhm. Richtig, sie haben sich getrieben, trimmen und überall, haben nach Brot gesucht und alles, ja? Mhm. Haben sie nicht ausgesetzt. Das wollen Sie was sagen. Heute geschieht, ja. Was heute geschieht, was ich sage immer wieder, was heute geschieht, obwohl man spricht von Wohlstand. Und wenn trotzdem Kinder ausgesetzt werden, da frage ich mich, warum? Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage, die aber zeigt, was wir eben hier meinten. Ja. Es gibt Situationen, wo Eltern einfach nicht mehr weiter wissen. In der Zeitung stand vor kurzem noch eine Mutter, hat ihr neugeborenes Kind irgendwo in einer Abfallecke abgesetzt. Ja.
Ja. Sie wusste nicht, wohin damit. Sie hat es unehelich bekommen. Sie war gerade 15 Jahre alt. Solche Tragödien passieren natürlich überall. Ja. Es gibt Situationen in Familien, wo Eltern selber derart leiden. Und natürlich wird es sehr, sehr schwer sein, ein Kind einfach abzugeben an ein Erziehungsheim oder... Wenn was leiden ist, ich bin selbst blind, ich habe 2 Kinder. Mhm. Ich habe nach 45 auch in Trümmern als Blinde gesucht. Mhm. Ich habe keine Kinder ausgesucht. Natürlich. Ich habe für alles gesorgt, nach Möglichkeiten zu tun. Ja. Natürlich mit meiner Frau. Ja. Und ich verstehe, aber sowas, überhaupt ein Kind, da ich habe mir von Mund abgespart, aber nur für Kind. Ja. Und heute in diesem Zustand, also wir leben bestimmt heute nicht in solchen desolaten Zustand, ja? Aber diesen desolaten Zustand schaffen leider unsere Politiker. Tut mir furchtbar leid und auch die Kirche. Ich glaube, dass zu viel geredet wird. Wir helfen euch und wir haben Gesetze dafür. Ja. Es gibt zwischen den Maschen des sogenannten sozialen Netzes so viele Lücken, dass immer wieder Menschen dadurch fallen. Und da haben Sie völlig recht zu sagen, Sie kennen und ich kenne auch so viel wunderbare Menschen, die versuchen, trotz großer Not mit viel Einsatz, mit Einsparungen, wo es irgend geht, den anderen doch noch zu ermöglichen, was sie zum Leben brauchen. Die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt ja nicht nur äußerlich, dass es möglich ist, ein Kind loswerden zu wollen. Die Familie, die Beziehung im Grunde genommen, die Geschichte bezieht sich, wenn man so logisch, auf die Familie, Vater und die Stiefmutter und die beiden Kinder, und die wussten nicht wohin, weil sie in Not geraten sind. So ist es. Und stellen sich vor, man spricht heute in Deutschland über solche Auswüchser, wo ich das verurteile, in Deutschland, gerade unsere deutsche Jugend ab und zu, man so nicht, das sind Halbwüchsige, die wissen gar nicht, was sie tun. Kann man auch sagen, nicht? Man soll sie nicht gleich broschal. Mhm. Aber, das sage ich mir immer wieder, muss das sein, wenn man von Familie, man spricht von Familie, das heißt, erstmal in Deutschland, man soll anderen helfen, richtig. Aber in erster Linie, unsere Kinder nicht vergessen, wenn sie verzweifelt sind, es ist egal aus welchem Grund. Aber meistens ist es Soziales, irgendwie sozial bedingt, nicht? Also elterlichen oder sonst wo, die wissen gar nicht wohin. Also halten wir das mal fest. Dass haben sie überhaupt und dann sie irgendwie in eine Ecke stellen. Halten wir das mal fest, Herr Jörn, dass äußere Not, wenn wir sie sehen können, in aller Regel unter unseren Verhältnissen heute, auch beseitigt werden kann. Wir haben ja schon angedeutet, dass es bei einem Drittel der Menschen auf unserem Planeten heute durchaus nicht der Fall. In Deutschland gebe ich Ihnen völlig recht, wie wir heute leben, sollte man soziale Not durch gemeinsames Handeln in irgendeiner Weise überbrücken können. Dann bleiben aber immer noch die Geschichten übrig. In Ordnung schaffen, im eigenen Haus Jugend zufriedenstellen. Ja. Da sind wir den anderen Jugend in Ausländern auch freundlicher. Das ist mir noch ein wichtiges Stichwort, auf das Sie hinweisen, wie wir im Moment mit den ausländischen Mitbürgern umgehen. Das grenzt an Grausamkeit, die nicht nötig wäre. Nein, absolut nicht. Also da gebe ich Ihnen sehr, sehr recht. Ein bisschen tiefer. Es nützt nicht, dass die Politiker sich im Ausland Blümchen holen oder gute Reden oder Anerkennung. Nein, die Anerkennung kommt von unten. Ja. Denn unsere Jugend besser versorgt wird. Vielleicht, Herr Johann, wenn ich mich, vielleicht darf ich mich an der Stelle noch mal einmischen. Herr Johann, es geht vielleicht gerade darum. Ja. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, was das Außen betrifft. Aber es geht auch ein Stück weit um das Innen. Es gibt eine Form von innerer Ablehnung, die wird überhaupt nicht äußerlich so spürbar. Und die ist in diesem Märchen mit angesprochen. Das ändert nichts daran, dass Ihre sehr berechtigte Kritik an einer bestimmten Art äußerlich mit den Kindern umzugehen hier gesprochen wird. Und dafür danken wir Ihnen sehr. Schönen Dank, Herr Johann. Und jetzt haben wir eine weitere Hörerin, Frau Schack. Guten Abend.
Ja, recht. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Frau Schack. Ich bin eigentlich durch Zufall in die Sendung gekommen, aber noch rechtzeitig genug, um zu wissen, um welches Märchen es geht. Ich bin jetzt 33, also das sage ich nur, um gleich zu dokumentieren, dass ich diese schrecklichen Erlebnisse vor 50 Jahren also nun nicht teile. Das heißt, also von materieller Aussetzung kann bei mir keine Rede sein. Aber vielleicht von einer gewissen seelischen Aussetzung. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch für andere Hörer und Hörerinnen zutrifft. Und ich habe also ebenfalls gerade die Geschichte von dem Hund hat mich sehr getroffen, also unvermittelt getroffen. Und wie ich selber und vielleicht auch viele andere Menschen immer wieder versuchen, den Weg nach Hause zu finden und sei es ein Zuhause in sich zu finden. Und ab einem gewissen Alter wurde mir das sicherlich auch gar nicht böswillig von meinen Eltern abgewöhnt, mich dann in dem Moment, wo man eigentlich das eigene Vertrauen, die eigene Sicherheit, wo die ich glaube, dass jedes Kind hat, genommen wurde. Ich habe dann im Laufe der Zeit, weil das ist also damit zu leben, das ist halt immer, als wenn man so eine große Eisenkugel hinter sich herzieht, dann schon geschaut, wieso haben meine Eltern so gehandelt, wie sie gehandelt haben, da sie das ja nicht böswillig beschlossen haben. Und habe sehr viel Verständnis und das Verhältnis hat sich jetzt doch also wesentlich verbessert. Sie waren selber zu jung und überfordert und alles, was auch in diesem Märchen sehr abstrakt und sehr zusammenfassend angesprochen wurde. Dennoch, trotz all diesem Verständnis, und das ist jetzt eine ganz subjektive Frage, bleibt irgendwo diese Form der Urangst und dieses Urgefühl, nicht erwünscht zu sein auf dieser Welt. Und genau das kommt dann natürlich immer dann heraus, wenn man, ich sage jetzt mal, eigenes zeigen möchte, eigenes leben möchte. Also jetzt nicht danach leben, wenn du so und so bist, dann haben wir dich lieb, wenn du so und so bist, fügst du dich in die Gesellschaft und so weiter. Immer dann, ich habe das versucht zu leben, ich habe es auch gelebt, teilweise waren das schwere Entscheidungen, wie gesagt, eben nicht von dieser materiellen Bedrohung, obwohl in dem Moment auch, und ich habe es trotzdem durchgezogen, auch vor dem Hintergrund zu sagen, gut, dann redet mein Vater oder meine Mutter weniger, aber mein Vater eben kein Wort mehr mit mir. Es ist da nicht passiert, aber diese Entscheidung stand voran. Aber dieses Urgefühl, diese Urangst, die bleibt einem erhalten. Und jetzt ganz einfach eine simple Frage, wie schafft man es, damit umzugehen? Ja. Zunächst einmal danke ich Ihnen sehr, dass Sie so offen sprechen und anhand auch nur der Einleitung eines Märchens im Grunde entdecken, das enthält Ihr ganzes Leben. So viele Parallelen sind da. Es ist ja auch deutlich gewesen vorhin schon, dass vermutlich Hörerinnen und Hörer unterschiedlicher Generationen dieselbe Geschichte ganz verschieden auffassen. Für die Leute, die damals noch die Zeit vor 50 Jahren erlebt haben, war die äußere Not oft so erdrückend, dass man inneren Spielraum überhaupt nicht hatte, sich noch viel jetzt um Seele, um Gefühle, um das, was in einem selber abläuft, sich weiter zu kümmern. Sie sprechen aus einer Nachkriegsgeneration viel freier davon. Ich glaube, da ist schon ein großer Unterschied zwischen Ihren Eltern und Ihnen selber. Wir haben Gott sei Dank gelernt, dass Gefühle wesentlich sind und mitgeteilt werden müssen, um sich besser zu verstehen. Etwas, das die Generation vor uns fast verboten bekommen hat, da war über Gefühle zu sprechen fast schon was Schamhaftes. Fast so peinlich, wie wenn man über Geld reden würde. Gott sei Dank ist das so, dass wir sogar jetzt in einem Nachtgespräch im Rundfunk über so persönliche Dinge reden können. Aber zu Ihrer Frage jetzt nochmal. Es ist ja ganz viel, dass Sie sagen, je besser ich mich selber verstanden habe, nach und nach, desto mehr wird mir auch die Rolle meiner Eltern klar. Dass das wirklich so ähnlich ist wie in der Geschichte von Hänsel und Gretel. Die wollten vieles, was ihnen wehgetan hat, überhaupt nicht. Die saßen halt auch unter einem bestimmten Druck. Und die Frage ist dann für Sie aber auch konkret, wie können Sie im Schatten von so viel Angst aus Kindertagen heute nach und nach lernen, eigene Wünsche zu haben, sich selber zuzugeben, zu äußern, womöglich zu verwirklichen. Das können materielle Wünsche sein, natürlich, aber wahrscheinlich geht es um noch feinere Dinge oft,
Wünsche einfach, die man innerlich ans Leben richtet. Und dass die nicht sofort abgestoppt werden, wie Sie sagen, dann tritt unsichtbar der Vater dazwischen oder die Mutter und sagen, das geht nicht, das darfst du nicht. Es ist unglaublich viel wert, dass Sie schon merken, da laufen Programme ab seit Kindertagen, die hinderlich sein können. Die waren damals vielleicht in der Situation unvermeidbar, mindestens aus der Sicht ihrer Eltern, aber sie sind heute nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe vor Jahren mal erlebt, bei dem Besuch von Verwandten und Bekannten in Hamburg, es war ein wunderschöner Sonntagnachmittag, die Sonne schien, man saß im Garten und der Junge spielte an dem Kassettenrekorder rum. Und plötzlich hörte man, dass da die Feuerwehr ausfährt und ein Deich ist gebrochen und der Junge drehte den Knopf einfach weiter, aber der Vater sagte, Andreas, lass an, lass an. Und dann sagte der, das ist aber doch die Überschwemmung von 62. Da war ein erwachsener Mann, der mitten im Sonnenschein glauben konnte, Hamburgs Deiche knacken, nur weil er das im Radio hört. Ja. Und wollte es unbedingt miterleben. Erst die Auskunft, dass das Ganze 20 Jahre her ist, hat ihn natürlich auf der Stelle beruhigt. Und das ist, was Sie sich immer wieder sagen sollten. Die Geschichten, die dann inwendig passieren, sind vor 30 Jahren akut gewesen. Das ist, wie wenn Sie in den Keller gehen und stöbern in alten Archivaufnahmen rum. Also sehen die Wochenschau von damals wie ein Zeitbericht heute. Dann verschieben sich die Ebenen einfach. Schon, dass Sie merken, sowas kommt vor, ist heute ganz, ganz wichtig. Damit hören die Gefühle nicht sofort auf, aber Sie können die Bedeutung der Gefühle verstehen und sich dann ein Stückchen davon lösen. Wenn das 2-3 Mal morgen gelingt, ist ganz viel gewonnen. Sie bekommen mehr Spielraum, dann auf Dinge zuzugehen, die Sie ursprünglich gewollt haben. Oft ist ja schon so, die Wünsche werden einfach weggeblendet. Man geht noch auf ein Geschäft zu, aber kaum steht man vor dem Fenster der Auslage, kriegt man schon ein mulmiges Empfinden oder fängt an, das abzuwiegeln, sagt, das brauche ich gar nicht, wollte ich gar nicht, ist auch zu teuer und ja, geht dann weiter und wird traurig. So ähnlich. Weil ja, genau da sitzt eben der Teufel. Also wenn man's denn erkennt, dann ist man ja schon ein ganzes Stück weiter, nicht? Mhm. Aber oftmals kommt das so von ganz hinten über. Ja. Und also ich selber habe für mich selbst eine künstlerische Laufbahn. Nun endlich langsam bin ich dabei, sie wirklich zu ergreifen und einzuschlagen und ganz konsequent. Und es wird ja von anderer Seite auch bestätigt. Oftmals verrennt man sich ja auch in eine Idee, aber ich glaube, es ist nicht so. Und dass es eben einfach von hinten überkommt und dass es sogar bis in die Psychosomatik reingeht. Das geht dann über die Angst oft auf den ganzen Kreislauf, auf den Magen-Darm-Trakt. Ja, sogar auf die Knochen, wie ich jetzt feststellen muss. Ja. Also Polyarthritis oder was gibt's dann, rheumatische? Ja, also ich hab bis jetzt mit der Wirbelsäule zu tun. Das macht sich als Tänzerin furchtbar schlecht. Aber es ist noch zu beheben. Also. Aber Sie vermuten, da sind solche unbewussten Blockaden noch am Wirken. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da sitzt es eben. Aber das sind, wie gesagt, ganz individuelle Probleme. Ich denke, da gibt es noch ganz andere Geschichten. Aber Herr Drewermann, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Ihr Hauptwunsch ans Leben irgendwie in Erfüllung geht. Ja, danke schön. Schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Herrn Drewermann sprechen wollen, rufen Sie uns an. 30 20 20 30 20 20. Und wir haben hier einen Hörer am Apparat. Guten Abend, Herr Kloss. Guten Abend. Guten Abend. Mich interessiert, ob Sie das Märchen und die Aussagen des Märchens auch auf die ganze Abtreibungsproblematik beziehen würden, ob Sie so weit gehen würden. Mir ist das ein ganz wichtiges Stichwort, weil, genauso wie Herr Johann das eben angedeutet hat, wir im Bundestag fast nur die äußere Notlage sehen. Wir sprechen tatsächlich ja von sozialer Indikation in der Debatte über die Abtreibung und haben dann mindestens Regelungen, wo Straffreiheit vom Gesetzgeber vorgesehen ist, wo eine gewisse Form also gesetzmäßiger Lücke gelassen wird. Ich glaube, dass die wirkliche Notlage, mindestens in der Bundesrepublik für viele Menschen,
enorm viel stärker im seelischen Bereich liegt. Eventuell sollten wir da einfach mal ein paar Beispiele für geben, wie so etwas sein kann. Nehmen Sie eine Studentin, die über den zweiten Bildungsweg gerade versucht hat, an der Abendschule Abitur zu machen, die gerade begonnen hat, ihren Studienplatz zu bekommen und entdeckt plötzlich, dass sie außerehelich schwanger wird. Ihr junger Freund ist völlig außerstande, das Kind zu versorgen. Nehmen wir noch an, sie lebt in einem Milieu, wo die Eltern fürchten müssten, die ganze Familie geriete in Schande und in Unehre. Oder auch die wären sozial kaum in der Lage, das Kind zu ernähren. Dann hätten sie eine solche Notlage, die sehr, sehr schlimm sein kann. Oder aus dem Prozess in Memmingen gab es damals einen Film, Kückelmann hat den gedreht, wo im Mittelpunkt der Verhandlung eine Frau gezeigt wird, die in einer sehr unglücklichen Ehe lebt. Drum hat sie sehr verzweifelt sich an einen anderen Mann gehängt. Die beiden haben sich lieb gewonnen. Irgendwann ist sie schwanger. Sie steht jetzt vor Gericht und der Richter erklärt ihr, dass sie zur Abtreibung nicht das mindeste Recht gehabt hat. Sie hat sogar zum Ehebruch noch den Mord hinzugefügt. Sie ist ganz furchtbar. Und die Frau sagt dann, was sollte ich denn machen? Ja, konnten Sie nicht mit Ihrem Mann sprechen, sagt der Richter. Nein, wenn ich das gekonnt hätte, sagt sie, wäre es dahin gar nicht gekommen. Aber jetzt hätten Sie es tun müssen. Nein, sagt er hätte es nicht verstanden. Das ist eine Frau, die ihre Ehe, in der drei Kinder bereits leben, retten will, indem sie ein weiteres Kind, mit dem sie unterwegs ist, einfach nicht zum Leben zulassen kann, weil es alles zerstören würde. Solche Situationen sind mir immer wieder bekannt in vielen Einzelgesprächen. Es gibt Situationen im Leben, auf die wir von außen keine Lösung wissen. Und ich denke, dann hat von außen ja auch niemand das Recht, einer Frau zu sagen, es gibt nur einen einzigen Weg, du musst dieses Kind in jedem Falle behalten. Ich sage einmal so, ein Kind, ein Fötus müsste man genauer sagen, in den ersten Lebenswochen empfindet so gut wie keinerlei Schmerz. Es gibt kein zentrales Nervensystem, noch kein ausgebildetes Gehirn. Man muss irgendwann im Leben einmal Leid gegen Leid abwägen müssen und dürfen. Und wenn sich dann zeigt, dass nach aller menschlichen Wahrscheinlichkeit und nur in dem Rahmen können wir ja verantwortlich handeln und planen, allen Betroffenen Unzumutbares auferlegt wird, dann kann ich verstehen, sag ich sehr vorsichtig, dass Frauen sich gedrängt fühlen, aus Verantwortung etwas zu tun, das sie überhaupt nicht wollen. Die Geschichte von Hänsel und Gretel beginnt eigentlich bei Frauen akut zu werden, die ein Kind dann doch ausgetragen haben. Und was dieses Kind dann erlebt, von einer Mutter, die im Grunde innerlich nur halb oder nur zum Drittel dazu stehen kann, sich moralisch zwingt, ein Leben zu bejahen, das sie im Grunde überfordert, das sind riesige Tragödien, die sich immer wieder dann später in das Leben einer so heranwachsenden Persönlichkeit einprägen werden. Das Gefühl, ich bin im Grunde nicht gewünscht gewesen. Im Grunde hätte meine Mutter mich loswerden wollen. Das ist eine ganz, ganz schwere Belastung. Frau Schack hat hier ganz richtig gefragt, wie komme ich dann später dazu, mich selber zu mögen, mich selber anzunehmen, auf dem Hintergrund von so viel Ablehnung. Am Ende, wenn ein Mensch erstmal da ist und man kann mit ihm reden, gibt es hoffentlich ganz viele Gründe, dankbar zu sein, dass er existiert. Aber das ist nicht immer die Perspektive am Anfang. Und ich kenne auch Menschen, die sagen, hätte meine Mutter es doch getan. Was ich seitdem erlebe, ist ein solcher Albtraum. Und wer befreit mich dann daraus? Ja, ich wurde also auf diese Problematik gestoßen, als Sie ein bisschen erläutert haben, in welcher verzweifelten Notlage sich die Eltern wohl befunden haben mussten, um überhaupt so weit zu kommen, sowas zu tun. Ja. Und ja, da steht ja letztendlich die Frage auf, wenn man es denn tut und wenn man die Möglichkeit jetzt dazu hat, wie geht man damit um, wenn möglicherweise Schuldgefühle kommen? Ganz richtig. Also ich kann von außen keine Moral akzeptieren, die mit erhobenem Zeigefinger dasteht und im Voraus immer schon eindeutige Lösungen für ganz komplizierte Situationen im Leben von Menschen verschreibt.
auch die Begriffe wie Mut zum Leben oder wie Verantwortung oder Liebe oder Treue oder Einbindung jetzt in eine Ehe, die doch bejaht werden soll. All diese Motive können im Einzelfall so widersprüchlich werden. Das Einzige, was man tun kann, ist Menschen durch Verständnis so zu begleiten, dass sie den Schritt tun, den sie am Ende am geschlossensten vollziehen können. Denn was sich da entscheidet, muss über Jahrzehnte halten können. Wie das möglich ist, kann eigentlich aber nur der Einzelne selber herausfinden. Also ich bin ganz dankbar, dass Sie das Thema Abtreibung mit in die Debatte hier werfen, weil es uns Gelegenheit gibt, vor allem auf die seelische Not von Menschen mal hinzuweisen. Die ist im Bundestag, soweit ich weiß, nie erörtert worden. Es ging immer um soziale Indikation, flankierende Maßnahmen, Kindergartenplätze und was sonst noch. Viele leere Versprechungen im Übrigen, wie Herr Johann eingangs schon gesagt hat. Aber um die seelische Not kümmert sich so gut wie niemand, weil sie unsichtbar ist. Und die Märchen, das ist das Schöne an ihnen, sprechen vom Äußeren, aber meinen damit immer mindestens auch das Innere. Und die seelische Armut von Menschen ist oft weit größer. Kann vorkommen mitten unter Geldsäcken, gewissermaßen. Ja. Gut, haben Sie vielen Dank für die Erläuterung. Ich danke Ihnen, Herr Kloß. Wir machen jetzt eine kurze Musik und dann anschließend kommen die Verkehrshinweise und danach freuen wir uns wieder, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen, rufen Sie uns an 30 20 20 30 20 20. Nachtgespräche bei Ihrem Stadtradio mit Eugen Drewermann und den Hörern von Berlin 88.8. Und wir freuen uns, wieder eine Hörerin am Apparat zu haben. Guten Abend, Frau Monika. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich möchte mich auch mal ins Gespräch einmischen, wie man so schön sagt. Und zwar, ich habe 6 Kinder geboren und davon bis 2 großgezogen und habe 4 zur Adoption freigegeben. Ob du siehst, wie sich jetzt nur mokieren darüber oder die restliche Hörerschaft, mir schied egal. Aber ich war gegen Abtreibung und habe gedacht, lieber sollen sie gut großgezogen werden. Und weil ich das nervlich nicht ausgehalten habe, also noch mehr Kinder großzuziehen. Aber lieber sollen sie bei guten Eltern groß werden, denn es gibt genug Ehepaare ohne Kinder, die keine Kinder kriegen können. Die haben sich drüber gefreut und die sind doch alle gut untergekommen. Aber das ist jetzt über 20 Jahre her und wenn das unangemeldet bei mir klingelt, dann krieg ich heute noch einen Horror. Ja, ich verstehe sehr, was Sie meinen. Darf ich einfach fragen mal, warum das vor 20 Jahren nicht möglich war, Empfängnisverhütung oder die sowas? Die habe ich nicht vertragen und mein Mann war dagegen und... Ja. Ja. Na, so ist es halt eben passiert, ne? Aus Prinzip, ihr Mann. Ja, dagegen. Ja, ja. Und sie mussten sich dem fügen. Ja, ja. Ne, und ich denke, das war für sie doppelt schlimm, erst einmal. Oh Gott, das war die Hölle. Ja, dauernd Angst. Alle 4 Wochen ist jetzt wieder was passiert. Ja, ja, das war die Hölle. Ne? Und dann, aber bloß, ich war so permanent gegen Abtreibung, ja. Ich habe gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Ich habe im Bekanntenkreis da jemand, der hat das gemacht. Sie ist heute auch noch nicht drüber weg, genauso wenig wie ich. Ich meine, aber ich kann immer sagen, ich habe was Gutes getan. Ja, und welche? Bilde ich mir jedenfalls ein. In den Umständen eventuell das Beste, was aus Ihrer Sicht möglich war. Nur, Sie haben ja doppelt gelitten, weil erst einmal unter der Angst, es kann wieder ein Kind kommen. Dann natürlich. Unter der Not, es abzugeben. Man hat ein Kind geboren und es ist doch zunächst das eigene. Und schon muss man denken wieder, wo gibt man es hin? Recht haben Sie, viele Eltern sind heute auf der Suche nach einem Kind. Was man jetzt in der Zeitung liest oder im Fernsehen hört, dass Kinder umgebracht werden, bloß wegen so einer Not, dann sollen sie doch weggeben. Warum machen sie denn so was alles? Es ist so paradox, dass Eltern ganz oft an ihren Kindern hängen und die eigene Verzweiflung breitet sich dann einfach aus. Man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es einen Ausweg gibt in solch einer Situation. Versteht es nicht. Furchtbar ist das ja. Dann sollen sie doch lieber weggehen, dann haben sie ein gutes Zuhause, aber doch nicht umbringen. Mensch, ich habe mir schon gedacht, noch nicht mal im Mutterleib würde ich ein Kind umbringen. Das ist... Geschweige denn, also abtreiben lassen, ja, geschweige denn irgendwie umbringen, aber...
Denn, also ich begreife aber das alles nicht. Aber gewisserweise sagen Sie ja auch, es ist, was Sie erlebt haben, eine Tragödie aus zwei Prinzipien, dass Ihr Mann sagt, keine Empfängnisverhütung und Sie sagen, keine Abtreibung. Ja. Dies beides wirkt sich ja doch auch zu einer mittleren Katastrophe aus. Wart auch, ja. Und heute, wenn es unangenehm meldet, klingelt, wie ihr sagt, also dann zucke ich auch zusammen. Immer noch schlimm, mir sicher. Ja, ja. Also man müsste darüber nachdenken, mal ob so eine Moral, in der katholischen Kirche wird das ja buchstäblich so gelehrt, beide Prinzipien. Nee, ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch. Ja, aber bei katholischerseits wird das tatsächlich so betont. Ja. Ob man das nicht lockern kann, mal mindestens Empfängnisverhütung kann ja keine Sünde sein. Aber wenn Sie die nicht vertragen, eventuell kann doch ein vernünftiger Frauenarzt Ihnen weiterhelfen. Es gibt zum Beispiel die Spirale. Ja, da war man jung und da hat man da weiter ja nicht nachgedacht. Ja, sicher. Aber könnten Sie doch vielleicht mal einen Frauenarzt fragen, jedes. Ach na, jetzt vertrage ich ja nicht. Ja, komischerweise, nach den Kindern habe ich es noch ja vertragen. Mhm. Und warum haben Sie dann noch Angst, es könnte klingeln? An der Tür, draußen. Ach so. Dass mal jemand vorbeikommt und sagt, hallo Mama. Ach so, ich habe verstanden, Sie lebten in der Angst, es könnte wieder sich ein Kind melden vor der Tür, sozusagen. Nee. Ah ja. Dass einer mal herkommt und sagt, hallo Mama. Ja, und Sie müssen dann trotzdem dafür gerade stehen. Irgendwann, ja, aber ich kann ja nur die Wahrheit sagen. Eben, ne? Irgendwann werden Ihre Kinder das ja sowieso erfahren. Ja, ja. Und es bleibt schwierig, also eine ideale Lösung ist das nicht. Ich verstehe Eltern auch, so sehr ich verstehe, unter welch einem inneren Druck sie haben so viele Jahre leben müssen. Ich verstehe Eltern auch, die sich sagen, in dieser Situation, dieses Kind hat selber nur Probleme. Warum sollen wir nicht warten und dann unter günstigen Umständen ein glückliches Kind nach aller menschlichen Wahrscheinlichkeit. Kinder, die sind gesund und munter, haben ihren Beruf alle, also ich bin so happy. Also. Die beiden, die bei Ihnen geblieben sind. Ja, sind die beiden Ersten. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Frau Monika, okay, Herr und Drehmann. Dass Sie Freude behalten an Ihren Kindern, an Ihrem Dankeschön. Leben. Tschüss. Okay, tschüss. Alles Gute. Und wir haben eine weitere Hörerin, Frau Schäfer. Guten Abend. Ja. Guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Guten Abend. Ich bin ein Kriegskind und somit bin ich eben auch so ein Hänsel, also hatte ich so Hänsel- und Gretel-Eltern, bedingt durch die Kriegszeit. Aber als dann die Zeit besser wurde und war immer für meine Mutter unwillkommen, hatte sie dann mit 15 Jahren vor mir zu meinem Vater gesagt, bring diese Schrapnell in ein Kloster, ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, aber das Klosterleben, diese 5 Jahre sind mir sehr gut bekommen, muss ich sagen. Und ich habe dann im Leben immer nach Liebe gesucht. Und fand sie dann, glaubte ich, mit 55 Jahren bei einem gleichaltrigen Mann aus Würzburg. Und leider war dieser Mann mehr Schein als Sein, er war etwas schizoid. Und ich wurde von diesem Mann abhängig, also es war eine schwere Obsession. Und ich wollte ihn eigentlich damit danken, dass ich durch ihre Bücher Psychoanalyse und Moraltheologie. Ja, in diesen 3 Büchern, Herr Dr. Drewermann, bin ich so dankbar, bin ich durch Ihre Worte und durch Ihre Bücher von dieser Obsession frei geworden und erkenne heute, dass ich mich selber lieben muss. Das und, ist wunderbar. Und bin Gott in diesem Jahr nach der Trennung so viel näher gekommen. Und das habe ich eigentlich im Grunde nicht nur mir selbst, sondern vor allem Ihnen zu verdanken. Und das wollte ich Ihnen immer sagen. Das ist wunderbar, wenn Bücher so wirken, vor allem den zweiten Band Psychoanalyse und Moraltheologie. Ja. Wege und Umwege der Richtig. Liebe. Ja, also wunderbar, Herr Dr. Drewermann. Also ich wäre Ihnen mein ganzes Leben dafür dankbar, überhaupt schön. Für Ihre Bücher. Oh, schön. Ja, danke. Also ich wollte noch mal fragen, verstehen, wenn Sie sagen Obsession, also fast, dass Sie wie besessen sich geklammert haben an diesen Mann aus Würzburg. Da war ja Ihr ganzes Leben eigentlich verdichtet. Wenn Ihr Vater sagt, er hat Sie als seine Tochter erlebt wie ein Schrapnell, habe ich das richtig verstanden? Ja, meine Mutter sagte, bring sie weg. Wie ein explosiver Stoff, wie ein Querschläger.
Richtig. Also etwas, das an der Wand abprallt und man kriegt seinen eigenen Leib. Ja, richtig, ja. Da kann man ja eigentlich nur auf die Suche gehen nach Menschen, die diese Eltern ersetzen. Richtig. Und was sie andeuten, ja, die konnten auch nicht dafür. Die haben gelebt. Richtig, ja. Und wussten nicht wie. Ja. Und das Paradox ist sogar, selbst wenn vermutlich sie am Ende gelebt hätten, das Wirtschaftswunder begann ab 48, die Währungsreform Anfang der 50er, das S-Wunder, das Fräulein-Wunder, ganz Deutschland war ja voller Wunder damals, mindestens im Westen, dann wäre wahrscheinlich passiert, wovon dieses Märchen Hänsel und Gretel als nächstes erzählt, man kommt sich vor am Ende in einer Welt, wo alles nur noch aus Essen besteht. Richtig, und trotzdem ist das Ganze voller Angst. Ja, sobald richtig, man daran rührt, droht Lebensgefahr. Ja. Eine neue Form von Abschiebung. Richtig. Ja, richtig. In neuer Form von Abschiebung. So habe ich es empfunden. Aus lauter Schuldgefühlen. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben begonnen, womöglich durch meine Bücher, das wäre wunderbar. Ja, es ist vollbracht, wenn man so will. Mhm. Das ist ganz, ganz wunderbar, dass Sie sich sagen, auch um Liebe zu finden, muss es ja möglich sein, ein Stückchen sich selber zu mögen. Richtig, ja. Und dass das so wird, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ja. Ich wünsche nur, dass mehr Menschen ihre Bücher lesen, um auch auf diesen Weg vielleicht zu kommen. Nicht? Schön. Ja, danke, Dr. Drewermann. Frau Schäfer. Herr Drewermann, wenn wir die kurze Pause jetzt noch nutzen könnten, um das Märchen etwas weiter zu erzählen. Mhm. Es wird ja jetzt schon deutlich, dass der Anfang oder dass im Anfang sich sehr viele Menschen tatsächlich ganz unmittelbar angerührt fühlen, angefangen von der rein äußeren oder politischen oder sozialen Situation bis hin zu ganz persönlichen inneren Erlebnissen. Die Fortführung des Märchens hat ja gerade in der Wiederholung der erneuten Aussetzung der Kinder eine bemerkenswerte Variante, insofern der Hänsel jetzt auf einmal Brotkrümel als Wegzeichen auslegt, da denkt man ja ernsthaft, der Mann muss also in der Zwischenzeit etwas gewissermaßen geistig verkommen sein, denn das hätte er sich ja denken können, dass die aufgefressen werden. Ja, offensichtlich nicht. Es ist das Bemühen, nur nach Hause zu finden, am Ende wirklich so stark, dass ein Kind denkt, wenn ich doch überhaupt nichts mehr essen müsste, wenn ich selbst noch auf das Wenige verzichte, das ich als Nahrung bekomme und verwende das als die Fußspur, auf die ich die Eltern wiedergewinnen kann, dann wäre jedes Opfer recht. Das ist so ein verzweifeltes Bemühen hier. Also dass man auch gleichzeitig sagen könnte, es sei dies gewissermaßen wie der Wunsch, nur noch Kind sein zu wollen oder nur noch ganz klein zu sein, aber Hauptsache wieder zu Hause sein zu dürfen. Ja, und nach Hause kann man eigentlich nur kommen, wenn man lernt, auf alles zu verzichten. Ja. Also lieber den Hunger materiell, als dass man die Eltern verlieren würde. Ja. Schon insofern spricht dieses Märchen von Hänsel und Gretel, wie im Übrigen fast alle Märchen, vom Äußeren immer wieder, um auf Inneres hinzuweisen. Und so verstehe ich die Reaktion unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie immer beides entdecken zugleich. Und wir spüren ja auch aus den Reaktionen, die innere Not ist im Grunde viel unentrinnbarer. Ja. Äußerlich, da kann man irgendwas tun, mindestens wenn andere mit einspringen und die Ärmel aufkrempeln. Da ist mindestens im Prinzip noch irgendwas zu machen. Aber seelisch ist zunächst mal gar nichts zu machen. Die einzige Hilfe, die es gibt, besteht meist schon darin, dass man einen anderen Menschen findet, mit dem man drüber reden kann. Und dann gibt es keine einfachen Auskünfte, sondern da müssen die Wege langsam wachsen. Und das schildern und beschreiben dann die Märchen. Man wüsste von außen ja auch nicht, was sollte man den Eltern von Hänsel und Gretel sagen? Zaubert Brot her? Es gibt's nicht. Ihr müsstet Geld haben, um euch was zu kaufen, sie haben's nicht. Ihr müsstet einen anderen Beruf haben, auch der existiert nicht. Also es ist in der Situation, die das Märchen hier schildert, guter Rat buchstäblich teuer. Hm. Zu teuer. Hm. Die Situation ist eigentlich nicht zu retten. Wenn es einen Ausweg gibt, muss er innerlich gefunden werden. Dabei müssen wir auf ein Motiv noch hinweisen. Wir haben bisher nur gesprochen von der Doppelbödigkeit, dass die Kinder erleben, die Eltern wärmen sie zum Beispiel am Feuer oder geben ihnen etwas zu essen oder sagen, ruht euch nur aus, wir kommen bald wieder.
Sie wissen im Hintergrund ganz genau, dass das nicht stimmt. Bei allen Liebesbeteuerungen und Liebesbezeigungen der Eltern sind sich die Kinder darüber klar. In Wahrheit herrscht der Plan schon. Sie sollen abgeschoben werden. Es geht nur darum, wie sie das verhindern können. Auf der anderen Seite müssen auch die Kinder mit Tricks arbeiten, um bei den Eltern zu bleiben. Hänsel muss erzählen, er schaut zum Kätzchen zurück, während er in Wirklichkeit die Kiesel auslegt, um nach Hause zu finden. Es wird aus der Doppelbödigkeit ständig eine Art auch der Brechungen im Reden miteinander. Es ist nie ganz klar, wann kann man dem anderen etwas glauben, wann stimmt seine Liebe, wann stimmt sein Hass. Ärger und Ablehnung sind verborgen auch ein Zeichen von Zuneigung und Liebe. Und umgekehrt die Liebe, die geäußert wird, einfach weil sie die Eltern überanstrengt, ist wieder verbunden mit der Drohung, im Grunde bist du mir zu viel. So geht das dauernd hin und her. Es ist die Frage, was ist eigentlich sicher im Leben? Ja. So ähnlich verstehe ich auch die Mitteilung von Frau Schäfer vorhin. Die sagt, ich klammer mich an einen Mann und am Ende muss ich merken, er ist gar nicht der Richtige. Ja. Oder die Frage nach dem Urvertrauen. Ganz richtig. Es ist die Frage dann zwischen Realität und Wunsch. Auch in dem, was Frau Schack sagte. So schwer dann festzumachen. Wünsche können ganz, ganz groß werden, einfach unter dem Druck so starker Entbehrungen. Man überlebt gewissermaßen nur noch in der Fantasie, in der Vorstellungswelt, was eigentlich sein müsste. Aber was stimmt dann? Die Realität ist gebrochen, der Traum ist gebrochen und dazwischen jetzt zurechtzufinden, das ist wirklich ein Kunststück. Vielleicht nachdem die Eltern es geschafft haben, Hänsel und Gretel finden wirklich nicht zurück. Die Vögel haben auch Hunger. Die Nahrung, die ausgestreut wurde, ist vom Wege weggefressen worden. Die Kinder verirren sich im Wald, ein Bild in den Märchen in aller Regel für das Unbewusste. Sie müssen wirklich suchen. Sie sind aber von den Eltern jetzt tatsächlich weggekommen. Sie sind ganz auf sich gestellt. Ist die Frage, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir da noch einfach mal ein Stückchen lesen von der Stelle an, der dritte Morgen beginnt und die Kinder wissen nicht weiter. Wir sollten nur zwischen vielleicht noch einen Hörer, wir haben wieder Herrn Dau, vielleicht kann Herr Dau heute etwas kürzer fragen, dann können wir noch ein Stück davon lesen. Guten Abend, Herr Dau. Ja, ich begrüße Sie. Guten Abend, ein alter Bekannter am Telefon. Ja, das ist ja auch immer interessant, nicht? Denn also es regt ja an. Und die Sachen kann man ja immer von beiden Seiten sehen. Nicht? Denn ich fand gerade die letzten Worte, die letzten Sätze sehr interessant. Nicht? Die eine Seite ist ja auch dann Kinder, die das Elternhaus nicht verlassen wollen. Nicht? Die sich wohlfühlen und ich meine gerade in dem Märchen, damals war es ja wohl auch so, dass Kinder mit 13 schon in die Lehre kamen. Nicht? Aber das mal auf die heutige Zeit, nicht? Erst hat er Steinchen gehabt und hat einen Weg gefunden, um sich wieder nach Hause zu mogeln. Nicht? Eltern, die vielleicht sagen, Kinder, ihr seid jetzt oder ihr werdet jetzt erwachsen, jetzt fängt für euch die Zeit an, euch an euer eigenes Leben zu gewöhnen. Das ist ein interessanter Hinweis, weil viele Märchen so erzählen, die Kinder werden von den Eltern verstoßen und dahinter... Das ist scheinbar, würde ich sagen. Scheinbar. Nicht? Dahinter. Entschuldigung, Herr Drewermann, denn wir haben ja auch gerade, ist der Krieg erwähnt worden, ja, da waren doch viele Kinder, ich auch eins davon, meine Mutter hatte zwei von meiner Sorte, Kleinkinder, wir sind doch nicht an den Straßenrand geschmissen worden und das war doch für alle Menschen Lebensgefahr, ja, wir sind mit dem Zug, da kamen Tiefflieger und so weiter, eine Einzelperson hatte doch eine viel größere Überlebenschance. Hat doch keine Mutter oder vielleicht ganz selten, das entzieht sich mich aber das, was ich gehört habe, wie die Raubkatzen haben sie um ihre Jöhren gekämpft. Ja, natürlich. Nicht? Und die Nachkriegszeit, wie haben sie und unter was für ein Opfer haben sie für ihre Kinder gerade gestanden? Da können sich heutige Mütter zum Teil eine ganze Scheibe von abschneiden. Ja. Nicht? Aber nun nochmal. Ich wollte nochmal, damit das nicht untergeht, Herr Dau, Ihnen recht geben. Es ist in den Märchen ganz oft aus der Sicht der Kinder eine Geschichte erzählt, wo
die Eltern die Kinder wegjagen oder wo durch Strenge der Mutter, die sich in eine Stiefmutter verwandelt hat, die Kinder verstoßen werden. Dahinter kann einfach stehen, dass eine bestimmte Reifungsphase eintritt, in der die Kinder sich von den Eltern lösen müssen, erwachsen werden sollten. Die Frage ist dann nur, warum fällt das den Kindern so schwer? Und da ist die Antwort der Märchen in aller Regel so ähnlich, wie wir es vorhin gehört haben. Ja. Von Frau Schack oder von Frau Schäfer, dass so viel Angst im Hintergrund liegt, dass man sich an die Eltern klammert. Das Paradox ist, Eltern, die Kinder eigentlich nicht haben wollen, schaffen sich selber Kinder, die sich wie Ertrinkende an eine Planke klammern, um noch irgendein Stück in der Hand zu behalten. Ja. Das Feuer zum Beispiel beim ersten Mal, wo der Vater im Wald noch Feuer macht, das heißt doch für mich nichts weiter. Kinder, bis hierhin, wir bereiten euch den Weg ins Leben. Bis hierhin wärmen wir euch, bis hierhin seid ihr geschützt. Ab sofort müsst ihr nun für euch sorgen. Und die Brotkrümel, ja, das könnte man ja auch so nehmen, vielleicht, Gretel war dabei, ja, dass er der vielleicht der viel Vernünftige gewesen ist und hat gesagt, jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt wollen wir mal unser Leben in die Hand nehmen. Ich höre zwischen dem, was Sie sagen, heraus, dass Sie das so gemacht haben und dass Sie die ganzen Erlebnisse am Ende des Zusammenbruchs vor 50 Jahren... Ich bin mit 12 zum Beispiel von zu Hause abgehauen. Ja, ja. Nicht? So hätte ich vermutet. Ich hätte fragen mögen, Sie müssen damals 10 oder 11 Jahre, 12 Jahre, sagen Sie, gewesen sein. Nee, ich bin mit 12 von zu Hause abgehauen. Ja. Das war 1953, 1954. Ja, ja. Nicht? Aber ich habe als Kind... Bloß ich habe meine Eltern auch nicht so hingekriegt, wie ich es gerne gehabt hätte. Drum ist die Frage. Also es ist sehr, sehr gut, wenn Sie sagen, ich kann mich daran entsinnen, dass ich es geschafft habe, erwachsen zu werden. Nee, das bin ich später. Aber ich habe mich zumindest jetzt erstmal dann gelöst. So auf den Weg gebracht. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Das kann ich eingestehen. Bloß ich kann heute zu meinen Fehlern stehen. Und Sie haben sich rechtzeitig gelöst, sozusagen, naja, schon, weil es gar nicht anders ging. Dann kam die Krebsgeschichte und das alles. Also ich meine, die Einsichten und die Ansichten, die ändern sich ja Gott sei Dank. Ja? Ich wollte nur noch mal sagen, wir können natürlich die Geschichte, die uns hier vorliegt, bei Märchen von Hänsel und Gretel, noch mal ins Positive ziehen. Nur wir müssen dann irgendwann anfangen, eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel die von Ihnen, wo die Eltern... auch spürbar für die Kinder andere Spielräume noch und zum Handeln hatten, ja gar nicht anders, als sie hier geschildert werden. Ich gebe mal wieder, was mir vor kurzem noch einmal erzählt hat, alle Leute, die Ähnliches durchgemacht haben, sprechen in diesen Tagen ja von ihren Erinnerungen. Der sagte mir ganz einfach, als die Flucht damals einsetzte aus Ostpreußen, an dem Tage beim Gang über die Ostsee, über das gefrorene Meer, brach für mich die Wirklichkeit an, das war das Ende meiner Kindheit. Und das sagte er mit einem so bitteren Ernst, dass man nur spüren konnte, was er sagen wollte. Es hätte das alles nie geben dürfen. Er wollte sagen, meine Eltern konnten, meine Mutter, der Vater war ja im Krieg, meine Mutter konnte überhaupt nicht anders. Aber er hat dabei gelernt, in gewisser Weise hart und streng zu werden, verantwortlich zu werden, viel früher, als er es überhaupt hätte lernen dürfen. Und sowas erzählt die Geschichte von Hänsel und Gretel auch. Das sind Kinder, die kämpfen um ein Überleben und werden buchstäblich aus dem Nest geworfen. Das ist kein freiwilliges Weggehen mehr. Ich bin sehr froh, dass Sie von sich sagen können, ich habe das vermocht damals. Und natürlich wünsche ich vielen unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihnen das gelungen wäre. Aber die Geschichte des Hänsel und Gretel erzählt ja erstmal, dass da fast ausgesetzt sein, das Grundgefühl ist, in eine Welt hineingeworfen zu werden, die erstmal völlig fremd ist, auf die man nicht vorbereitet ist, im Hintergrund Verweigerung, weggestoßen werden und einen ganzen Sack von unerfüllten Träumen. Wir lesen da gleich das Märchen einfach mal weiter. Sie wollten sagen? Ein Satz, wenn ich noch darf. Es gibt ein wunderschönes Buch, das sollte eigentlich auch jeder, der so in diesem Punkt glaubt, Probleme zu haben. Das ist das schöne Buch, das heißt Leberecht Hühnchen. Ja,
Ja, mhm. Das ist etwas, also das habe ich als Kind gelesen und vielleicht war das sogar mit ausschlaggebend, ja. Du kannst arm sein, du kannst sonst was, ja. Solange du immer irgendjemand findest, mit dem du dich austauschen kannst, egal wer es ist. Nicht? So ist das. Es ist für Kinder heute die Geschichte von Janosch, von dem kleinen Tiger und von den Bären. So wunderbar ist, wenn du einen Freund hast. Das wäre ein Wunsch, dass mindestens ein Kind das nicht ganz alleine durchmacht. Insofern ist ja schon der Titel dieses Märchens wichtig. Hänsel und Gretel oder ein anderes Grimmsches Märchen, Brüderchen und Schwesterchen. Aber die Kinder haben ja heute die Kuscheltiere und ich sage, Kuscheltiere sind die Selbsthilfegruppe der Kinder. Hoffen wir, dass es so wirkt. Ja, ganz sicher, in den Spielen der Kinder projiziert sich so viel von ihren Ängsten und Hoffnungen. Man muss nur zugucken, wie sie es tun. Dankeschön, Herr Dau. Ich danke Ihnen. Und schönen Abend. Und wir haben noch eine Hörerin, Frau Schäfer. Guten Abend. Ja, guten Abend. Mhm. Ich habe jetzt sehr interessiert zugehört, besonders auch auf die Beiträge, die schon kamen. Ja. Und mir ist dabei aufgefallen, dass da scheinbar so eine Idealvorstellung in uns lebt oder dass wir der nachlaufen. Und dass ich glaube, dass das Märchen ja eigentlich eine ganz realistische Schilderung gibt der kleinen Familie, wie sie heute ja häufig zu treffen ist. Und ob da nicht vielleicht das Problem liegt, dass wir in so einer kleinen Gruppe, dass wir viel zu viel von der erwarten. Das und das eigentlich automatisch, gerade jetzt im Wohlstand, wo man eigentlich meint, dass es den Kindern besser gehen müsste, man ja oft beobachtet, dass es ihnen vielleicht viel schlechter geht als in Notzeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Frau Monika hat uns vorhin ja gesagt, mit ihren vielen Kindern, die dann doch zu viele wurden. Man könnte ja denken, in kleineren Familien wäre alles viel einfacher. Aber Sie haben ganz recht, die Zeiten haben sich dramatisch geändert. Früher konnten 6 Kinder, 10 Kinder vor 150 Jahren etwa normal sein. Die Kindersterblichkeit war relativ hoch, man lebte in ländlichen Verhältnissen. Und es lebten auch viele Generationen mit. Ganz richtig, man hatte eine mindestens 3-Generationen-Familie, von der Großmutter bis zum Enkelkind. Irgendwie war da eine Wohngemeinschaft, die sich in allen sozialen Belangen stützen musste. Ja. Es gab ja keine Altersversorgung, Krankenkasse. Es waren alle Sozialleistungen in die Großfamilie eingebettet. Schon und sozial. Auch zum Teil viel pragmatischer ausgerichtet. Richtig. Ich frage mich manchmal, ob wir natürlich sicher wahrscheinlich aus einer inneren Leere raus, ich weiß nicht, ob es uns zu gut geht manchmal, dass wir vielleicht zu wenig andere tägliche Probleme haben, dass wir so nach Liebe suchen müssen auch, wo man vielleicht früher pragmatischer auch in großen Familien gehandelt hat. Ich glaube nicht, dass sich da alle geliebt haben, in dem Sinn, wie wir das heute verstehen würden. Ja, man ich glaube, es war mehr eine Art von Loyalität vielleicht, die wir heute nicht mehr haben. Ich glaube, dass Sie recht haben damit, dass wir viel höhere Anforderungen an die Art der menschlichen Begegnung heute stellen. Die Kinder, die heute groß werden, haben 1 oder 2 Kinder, sind ja der Durchschnitt in unseren Familien, natürlich viel mehr Zeit zu beanspruchen. Sie haben in aller Regel viel mehr finanzielle Möglichkeiten. Sie werden ausgestattet mit Dingen, da hätte man vor 100 Jahren große Augen beigemacht. Aber auch die Gesellschaft ist anspruchsvoller. Sie erwartet von den Einzelnen sehr viel mehr. Und dazwischen jetzt zurechtzukommen, macht die Erziehungsaufgabe keineswegs einfacher. Jede Mutter, die heute 1 Kind großzieht, leistet dabei etwas, ich sag jetzt mal so grob geschätzt, wie eine Mutter früherer Jahrzehnte, die 2 oder 3 Kinder großgezogen hat. Einfach mal so im Vergleich. Man hat mal ausgerechnet, dass der Energieverbrauch pro Kopf in der Bundesrepublik ungefähr dem entspricht, was 15 Mexikaner verbrauchen und ungefähr 50 mal so viel, was ein Afrikaner im Durchschnitt an Elektrizität verbrauchen würde. Das ist. Und Sie meinen mit der emotionalen Aufwendung, wenn man es mal so nennen will, fällt es sich ähnlich. Psychisch ist das fast so ähnlich, ja. Also es ist nicht einfacher, sondern fast
noch viel komplizierter. Es wird von jedem Einzelnen mehr verlangt und man kann es immer weniger delegieren. Aber im Äußeren. Ich frage mich manchmal, ob wir als Einzelne nicht auch zu viel verlangen. Ja, dass sich das immer mehr verengt und immer mehr auf dieses eine Bedürfnis der Liebe und dass man, und das finde ich, also das ist mir heute mal, wo Sie es vorgelesen haben, eigentlich so besonders klar geworden an dem Märchen, wie realistisch es eigentlich ist. Und will es wirklich jetzt herausfordern, sozusagen nach diesem ganz hohen Ideal zu streben, oder ist es nicht auch so ein Fingerzeig, zu sagen, ja, so ist es. Vielleicht ist es so. Also das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, Frau Schäfer, dass Sie auch mal dran erinnern, wir überfordern uns nicht nur durch äußere Situationen, sondern wir erwarten dauernd perfekte Frauen. Müssen alle Frauen die perfekten Mütter sein? Müssen die Familien wirklich der Hort der Glückseligkeit sein? Und ist die Kleinfamilie wirklich die Keimzelle des Staates? Richtig. Und dann hat es natürlich gesellschaftliche Dimensionen. Ne? Ja. Wenn man das sagt, dann ist die Gesellschaft nachher nicht anders. Und dann hat der Einzelne auch mit aller Aufklärung und dem Begreifen seiner Situation in der Gesellschaft natürlich dann auch keine Hilfe. Das geht ja schon los praktisch, wenn eine Frau ein Kind bekommt. Sie muss sich mal zum Arzt, sie bekommt mittelbar erklärt, dass die Dinge jetzt so kompliziert werden, dass sie auf sich selber, auf ihr Gefühl sich kaum verlassen kann. Sie muss ständig Informationen sammeln und es immer noch richtiger machen. Man hat vor allem vor 20, 30 Jahren oft Frauen völlig um den Verstand geredet. So viel wussten die Mediziner und die Psychologen. Ja, das haben wir alle durchgemacht, nicht? Wie die eine Dame das schon erzählt hat. Also allein, sie haben ihr nun guten Rat geben wollen, aber allein, dass es schon immer unter diesem Aspekt gesehen wird, Verhütung und dergleichen, man hätte und man könnte und man... allein schon in solchen Kategorien zu denken jetzt, also beim Liebesakt zum Beispiel, ne, das ist ja eigentlich auch schon wieder eine Belastung. Und natürlich muss man das Problem nur irgendwie lösen. Aber ich denke mir, es wird auch wieder auf den Einzelnen abgeladen. Ne? Die Gesellschaft stellt einerseits dann auch Forderungen auf, aber lösen muss sie der Einzelne. So ist es. Und deshalb dieses Denken eben auch. Und deshalb will ich nochmal darauf zurückkommen, auf diese Kleinfamilie, die dort in diesem Märchen geschildert wird. Das ist mir wirklich heute das erste Mal bewusst geworden. Ist das nicht auch eine Warnung vor diesem Denken? Ganz sollte sicher. Man nicht doch lieber... Anfangen, müssen wir nicht alle loyal sein? Vielleicht würde sich das Problem dann... Also alleine schon, dass Sie die Vorstellung einführen, ein Kind oder zwei Kinder können zu viel sein. Ob das an materiellen Dingen liegt, viel stärker bei uns heute an seelischen Problemen. Oft ist es eine Erleichterung, wenn eine Mutter sagen kann, mir wird es überhaupt viel. Das bewahrt sie davor, dass es zu viel wird irgendwann. Ja, die Kinder müssen ja darunter leiden. Dass man mal stöhnen darf, sich... aussprechen darf, dass es Leute gibt, die die Not verstehen, statt zu sagen, wir haben es aber doch geschafft und ihr müsstet eigentlich doch. Da ist viel an Ungerechtigkeit. Die Kirchen fördern oft, die katholische insbesondere, dazu auf, dass man Mut haben soll zum Leben, also noch viel mehr Kinder. Ja, nur das Kind wird ja nicht gefragt. Eben, und wenn man mal die Menschen, die meinen, sie seien unerwünscht gewesen, und das sind wahrscheinlich mehr als wir annehmen, und also ich rechne mich auch dazu, muss ich sagen. Und es ist ein Leiden, wie auch schon gesagt wurde, was nicht aufhört, was einem auch keiner ausreden kann und wo es auch keinen Trost für gibt. Eben. Man bekommt auch in der Gesellschaft dafür keinen Trost, weil diese Kleinfamilienstruktur, diese Struktur ist ja unsere Gesellschaft, spiegelt es ja wieder. Ja. Dieselben Deprivationen begegnen mir in der Gesellschaft immer wieder, im Leistungsdruck, im Konkurrenzkampf. Ganz genau. Darum sollte man vielleicht sagen, das Beste, was eine Mutter tun könnte für ihr Kind, wäre, dass sie selber glücklich ist. Statt perfekt sein zu wollen, nicht zwingen, ne? Das kann man nicht zwingen. Aber deshalb es wäre die beste Voraussetzung. Das ist geradezu verantwortungsvoll von Frauen, wenn sie diesen schweren Weg beschreiten. Ich glaube, dass das immer nur auf der als Delikt angesehen wird. Selbst wenn man es verzeiht, ist, glaube ich, gar nicht richtig. Ich glaube, die Frauen übernehmen da eine Verantwortung. Hm. Ich habe es neulich erlebt, wieder beim Frauenarzt, wo eine junge Frau den Schritt getan hat. Ich war aus medizinischen Gründen dort und die hat bitterlich geweint dort. Und hat sich gefragt noch, war das richtig? Ich habe ihr gesagt, ja, es wird richtig gewesen sein. Ja.
Ja. Ne, man muss es manchmal auch sagen, es ist manchmal auch richtig. Ganz, ganz wahr. Nicht nur verzeihbar oder verstehbar. Es kann richtig sein. Es kann wirklich auch das Rechte gewesen sein. Und zwar aus Verantwortung, die Frage, die Herr Kloß vorhin hatte. Für das Kind, ganz richtig. Nicht aus eigener Entlastung, sondern für den Menschen, der sonst vielleicht gelitten hätte. Natürlich, ganz natürlich. Und dass eine Frau sich sagt, ich möchte Unglück verhindern und halte mir vielleicht eine Zukunft offen, die dann glücklicher sein kann für alle. Oder für eine neue Form von Leben. Und ich denke, das ist halt in dem Märchen auch so geschildert, so vom Wortlaut her, als Sie es nochmal vorgelesen haben, dass ja diese Eltern, die trifft ja in dem Sinne kein Urteil. Es klingt zwar alles grausam, aber es wird ja nicht moralisiert. Das ist das Schöne daran, außer dass natürlich die Kinder in ihrer Sicht jetzt die Eltern erleben müssen als feindselig. Ja. Das ist aber unvermeidbar. Ja, Sie haben ganz recht, die Märchen sind darin groß, dass sie statt zu moralisieren, Erlebnisse, Gefühle schildern, die dann auch einen Weg eröffnen. Ja. Und wenn wir so einander zuhören könnten, wie die Märchen das Leben erzählen. Ja, Herr Drewermann, gehen Sie doch in den Bundestag und lesen Sie denen dort die Märchen vor. Ja, stattdessen ist es umgekehrt. Die Politiker erzählen uns die scheinbare Wirklichkeit, wie wenn es ein Märchen wäre. Ja, das sind ja gut. Keine Märchen. Dankeschön, Frau Schäfer. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Anrufe, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen, wählen Sie 30 20 20. Aber jetzt lassen Sie uns vielleicht einfach das Märchen etwas weiter hören. Es ist schon so viel gewissermaßen nachempfunden worden, wie es hungernden Kindern ergeht, dass es ganz gut ist zu hören, wie das Märchen diese Hungernden scheinbar sättigt. Als sie am dritten Tage wieder bis zum Mittag gegangen waren, da kamen sie an ein Häuslein, das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt und die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen«, sagte Hänsel. »Ich will vom Dach essen, isst du vom Fenster, Gretel. Das ist fein süß für dich.« Wie nun Gretel an dem Zucker knusperte, rief drinnen eine feine Stimme, »Knusper, knusper, Kneißchen, wer knuspert an mein Häuschen?« Die Kinder antworteten, der Wind, das himmlische Kind«, und aßen weiter. Gretel brach sich eine ganz runde Fensterscheibe heraus und Hänsel riss sich ein gewaltiges Stück Kuchen vom Dach ab. Da ging die Türe auf und eine steinalte Frau kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in Händen hatten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sagte, »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr sollt's gut haben.« Fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet, da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären wie im Himmel. Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brothäuslein gebaut, und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihr Bettlein, und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und murmelte, »Das wird ein guter Bissen für mich sein.« Darauf packte sie den Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall. Wie er nun aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief, »Steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser und geh in die Küche und koch was Gutes zu essen. Dort steckt dein Bruder in einem Stall, den will ich erst fett machen, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen. Jetzt sollst du ihn füttern.« Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte. Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen. Und alle Tage kam die Alte und sagte, »Hänsel,
Streck deinen Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist. Hänsel steckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus. Da verwunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wolle. Nach 4 Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel, sei flink, geh und trag Wasser herbei, dein Brüderchen mag nun fett sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden. Ich will derweil den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können. Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Früh morgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. Ach, sagte die Hänsel, ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben. Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns lieber die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir zusammengestorben und müssten nun nicht das Herzeleid tragen und ich müsste nicht selber das Wasser zu dem Tod meines lieben Bruders sieden. Du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not. Da rief die Alte, Gretel, komm gleich hierher zu dem Backofen. Wie Gretel kam, sagte sie, guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind zu schwach, ich kann nicht so weit sehen. Und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich hineinschieben. Da kannst du darin herumgehen und nachsehen. Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe. Und darum hatte sie Gretel gerufen. Gott aber gab es dem Mädchen ein, dass es sprach, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Zeige mir erst und setz dich auf, ich will dich hineinschieben. Da setzte sich die Alte auf das Brett und weil sie leicht war, schob Gretel sie hinein, so weit es konnte. Und dann machte es geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Riegel vor. Nun fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort und sie musste elendiglich verbrennen. Da griff Gretel zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf und rief, spring heraus, Hänsel, wir sind erlöst. Vielleicht bis dahin, das Wichtigste, denke ich, ist ja bis dahin schon geschildert, Herr Drewermann. Ja, es geht ungeheuer temporeich und mit ganz vielen komplexen Bezügen hier weiter. Das Erste ist offenbar, ja, es entwickelt sich eine Vorstellung vollkommen im Kontrast zu den ursprünglichen Erfahrungen in den Kindertagen. Frau Schack hat das schon mal gesagt, es begleiten uns ja die Ängste, die wir als Kinder damals gelernt haben, weiter. Und wie gehen wir jetzt damit um? Hänsel und Gretel stellen sich im Kontrast zu den Entbehrungen, die sie kennengelernt haben, eine Welt vor, in der es nicht nur genügend zu essen gibt, sondern die überhaupt nur noch aus Essbarem besteht. Das ganze Haus ist entsprechend der kindlichen Wunschwelt ein Zuckerhäuschen. Es schmeckt alles so, wie ein Kind es nur wünschen würde, mit Pfannkuchen, Zucker und alles ist süß und milch dabei. Lauter ganz kleinkindhafte Wünsche werden da als die Wirklichkeit genommen. Dabei kann es ja für viele gerade die aus der Zeit der Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, auch in der Realität so angegangen sein. Irgendwann war genügend zu essen da. Die Tische konnten sich biegen. Man aß und aß und es war das Schönste, was man denken konnte. Genau in der Zeit war es dann möglich, dass Kinder, die ganz anders groß geworden waren, plötzlich Schuldgefühle hatten. Auch seelisch kann das sein. Kinder, die aus großen Entbehrungen eigentlich stammen, die gelernt haben, uns steht überhaupt nichts zu. Alles, was wir selber benötigen, ist so viel, wie dass es anderen weggenommen wird. Die werden plötzlich vor dem Problem stehen, dass man sie ermästen will, womöglich, um sie auszubeuten. Objektiv, indem man alles Mögliche von ihnen verlangt, als Leistung, als Erfolg, als Karriere, als Hilfsdienst. Aber auch seelisch, dass man sie benötigt, damit sie ihren Eltern noch viel mehr helfen als bisher. Sie müssen stark werden, aber sie können, dass sie essen, im Grunde nur rechtfertigen, wenn auch etwas Nützliches daraus wird. Wir haben vor allem im Umkreis der psychosomatischen Erkrankung der Magersucht solche bei Mädchen relativ häufig, bei Jungen seltener, aber doch auch vorkommt.
solche Erkrankungen. Ein Kind lernt, dass es im Grunde nur überleben kann, paradoxerweise, wenn es auf alles Essen verzichtet, so wie wir hier den Hänsel sehen. Er streckt der Hexe, die im Grunde die Gestalt der Mutter fortsetzt, nur noch seinen Knochen entgegen. Wenn er ganz dürre ist, wenn er wie ein Skelett lebt, wenn er in einer inneren Gefangenschaft völlig eingekapselt existiert, dann kann es sein, dass er davor bewahrt bleibt, gefressen zu werden. Da herrschen kannibalische Ängste. Man kann die nur real nehmen, wenn man sie ganz, ganz wörtlich so bezieht. Also ein Mann zum Beispiel hat mir mal erzählt, wie er erlebt hat 1947. Das konnte sein, dass zu Hause überhaupt nichts zu essen war. Er erzählte, dass die Mutter bei einem Bauern geholfen hat, dann bekam sie etwas Mehl mit oder auch sonst Grundnahrungsmittel, Kartoffeln oder irgendwas. Aber es langte hinten und vorne nicht. Der Vater war irgendwo auf einer Zeche und bekam von daher Essrationen zugeteilt. Er brachte die aber mit nach Hause und die Nahrungsmittel wurden dann verteilt. Der Vater hatte mitunter 8-9 Stunden auf der Arbeit kaum etwas gegessen. Der Junge damals, der heutige Mann, muss das gewusst haben. Und er sagte, ich war natürlich völlig hin und her gerissen. Auf der einen Seite hatte ich Hunger und ich wollte was essen. Auf der anderen Seite erlebte ich, dass ich es meinem Vater wegesse. Ich hatte Schuldgefühle für alles, was ich in den Mund stecke. Damit zu leben, kann später in diese Richtung sich weiterentwickeln. Da wird etwas gegessen, aber man darf es nicht haben. Dieser Mann erzählte weiter, er entsinnt sich an irgendein Nikolausfest. Also es wurde ihm irgendwas geschenkt am 6. Dezember. Er hat es aber nicht angerührt. Er hat es am 24. Dezember den Eltern wieder unter den Christbaum gelegt, um ihnen das zurückzuschenken. Es muss offenbar so viel Schuldgefühl, so viel Angst gegeben haben, wenn ich etwas für mich nehme, begehe ich fast einen Diebstahl. Und wenn ich es trotzdem tue, werde ich dafür aufgefressen. So in der Geschichte hier von Hänsel und Gretel, es ist scheinbar nur ein Spiel, aber man muss es ganz ernst nehmen. Die Hexe merkt sofort, dass an ihrem Haus gegessen wird und stellt dafür die Kinder zur Rede und die antworten, der Wind sei es gewesen, das himmlische Kind. Da wird das körperliche Bedürfnis des Hungers fast ätherisch fein. Es ist nur noch wie ein Hauch zu leben. Wenn man das schaffen könnte, sich aufzulösen in Luft oder wörtlich genommen nur noch von Luft und Licht zu existieren, dann hätte man das ganze Problem gelöst. Man wäre bedürfnislos glücklich. In diese Wunschwelt geht jetzt beides ein. Auf der einen Seite, das heißt also, wenn ich da gerade unterbrechen darf, dass dieses Gedichtchen eigentlich ja eine verzweifelte Aussage ist. Ganz genau, es ist die innere Welt, die sich als Ausrede da wiedergibt. Auch das kann man noch mal lernen, dass manche, in Anführungsstrichen gesetzt, Lügen, Ausreden viel mehr offenbaren von dem, was in der Tiefe wirklich stimmt. Hänsel und Gretel essen wirklich so, dass sie es nicht sind, sondern die Art, wie sie essen, wie sie ihre Wünsche äußern, sind so luftig, so fein, dass sie eigentlich gar keine körperliche Gestalt mehr haben. Und parallel dazu nochmal entwickelt sich diese traumähnliche Ersatzwelt, wo es nur noch zu essen gibt. Vor einer Weile erzählte mir ein Mann, wie sie in Gefangenschaft gelebt haben. Er sagte, ich hatte eine Gruppe von Deutschen zu beaufsichtigen. Ich konnte die sofort in Ruhe halten, wenn ich ihnen Kochrezepte vorlas. Solche, die ich einfach frei erfunden habe. Wir dachten nicht mehr an Frauen, wir dachten an überhaupt nichts mehr, nur noch ans Essen. Das war die einzige beherrschende Fantasie. Und so muss man sich diese Ersatzfantasie von einem Haus, das nur aus Nahrungsmitteln besteht, denken. Auf der einen Seite die härtesten Entbehrungen, die größten Schuldgefühle, etwas in Anspruch zu nehmen, und auf der anderen Seite eine paradiesische Welt, aber belegt mit der Angst. Würde man sich die zunutze machen, wäre es, dass man gemästet würde, um wie ein Schwein geschlachtet zu werden. Die anderen würden so viel Forderungen an einen haben, dass man in gewisser Weise wieder aufgefressen wird.
Herr Drewermann, lassen Sie uns eine kurze Pause, Zäsur hier machen, denn wir haben eine Hörerin ohne Namen am Telefon. Guten Abend. Hallo? Noch da? Hier. Ja. Guten Abend. Ich verbinde mit dem Märchen von Hänsel und Gretel inzwischen sehr viel, was auch zu meinem Leben passt. Mhm. Und zwar in meiner Rolle als Mutter. Die haben wir bisher noch nicht angeguckt. Ja. Und zwar habe ich irgendwann mal angefangen zu erkennen, dass ich als Mutter so eine Entwicklung eigentlich gemacht habe mit vielen Stufen, die in diesem Märchen beschrieben worden sind. Ich habe zwei Kinder, also so ein Pärchen, einen älteren Jungen und ein Mädchen, was aber nicht unbedingt Bedingung sein muss, wenn es so stimmt. Aber sehr bekannt vorkommt mir diese Armut, die da geschildert wird. Überhaupt nicht materiell, muss ich gleich dazu sagen, sondern einfach von der Ausstattung in meiner Rolle als Mutter oder von der Persönlichkeitsentwicklung. Es hat ganz viel gefehlt. Und ich denke, da bin ich nicht alleine. Also ich beobachte es so, dass es sehr viele Mütter gibt heute, die sich sehr arm vorkommen, um diese Rolle zu tragen, um ihre Kinder auch zu tragen, ihre Kinder aufzuziehen. Man kann das an sehr vielem sehen. Und in dieser Situation habe ich mich sehr befunden. Und dann kam auch das zustande, was dieses Märchen beschreibt. Ja, dieses Denken, warum habe ich sie überhaupt, warum habe ich nicht vorher gewusst, was es bedeutet, Mutter zu sein? Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich nie getraut, Kinder haben zu wollen. Also dieses zunächst, aber dann waren sie da und ich habe sie auch haben wollen. Also ich habe einfach nicht gewusst, was es bedeutet, Mutter zu sein und wie schlecht ich darauf vorbereitet bin. Das war das zunächst das ganze Problem. Und dann diese Überforderung in der Situation und die eigentlich gute Ausstattung mit Materiellem, die dazu geführt hat, dass genau das eintrat, was dieses Märchen erzählt, dieses Hin- und Herfallen zwischen dem Überverwöhnenden, dem wirklich Darbieten von allem in Hülle und Fülle, materiell, also das, was in dem Hexenhaus sehr gut ins Bild gebracht ist, und auf der anderen Seite eben jeweils in Überforderungssituationen dieses ganz chaotische Reagieren, manchmal den Kindern gegenüber, wo ich also gleichzeitig wusste, was passiert denn jetzt hier? Das hat mit den Kindern und mit meiner Situation und mit dem, was ich will, überhaupt nichts zu tun. Es geschah etwas. Also so Anfälle von einfach von Jähzorn teilweise, sodass ich den Kindern, also besonders dem Ersten, also eben diesem Hänsel, überhaupt nicht gerecht werden konnte. Und dabei haben Sie sich so bemüht, da bin ich ganz sicher, bei jedem Wort, das Sie sagen. Das tut jede Mutter und so tat ich auch. Und gerade das, wie Sie ja auch schon oft selbst dargestellt haben, gerade das, wenn man sich besonders bemüht, kommt dann dieses Umschlagen ins Gegenteil, wenn man sich dann wieder total überfordert hat und an so einen bestimmten Punkt kommt, dann fällt einem eigentlich alles aus der Kontrolle und es läuft alles irgendwie und dann eben manchmal sehr chaotisch, so dass wirklich dieses Bild der Hexe überhaupt nicht übertrieben ist. Und zwar auch in diesem Zusammenhang einmal die Überverwöhnende und dann die total chaotische, wirklich den Kindern Angst machende. Ja, dass die Mutter als Hexe in gewissem Sinn die Kinder sogar zum Fressen gern hat, wie man zu sagen pflegt. Überverwöhnt und gleichzeitig verstoßend, weil beides. Ja. Das liegt ja in der Überforderung drin. Man möchte alles richtig machen und kann es überhaupt nicht. Und es geht dann immer wieder hin und her. Man stößt es weg, man hat Schuldgefühle, man holt es wieder ran. So ist es, wie Sie es beschreiben. Aber zum Fressen gern, also so, das habe ich damit nie verbunden, sondern es ist eher so, dass die Kinder dann nicht als
eigenständige Persönlichkeiten, ja, oder etwas Getrenntes von der Mutter erlebt werden, die eine solche Not hat, sondern eigentlich von einem Teil, der schon in einem ist, mhm, und irgendwie, mhm, mit dem eigenen Körper immer noch zusammenhängt. Mhm. Also das ist eher das Bild, was ich da wiedererkenne. Dass Kinder in Angst so schwer loslassen können und, ja, Mütter, die sich überfordert fühlen, genauso schwer mal sagen können, hier ist eine Grenze. Ja, dieses, ja, dass wirklich die Kinder außen existieren zu lassen, mhm, und sich auch einen Abstand zu schaffen, mhm, sich wirklich mal ein Stück von ihnen zu entfernen. Ja. Also dieses in ewigem Leistungsdruck als Mutter, mhm, wo man sich schon nicht ganz fähig empfindet, dass das dann also dauernd Thema ist und keinerlei Aufatmen, keinerlei, ja, Pause bedeutet. Also es ist so wichtig, dass, mhm, Sie das Märchen hier von Hänsel und Gretel einmal hören, auch als eine Erlaubnis, dass man als Mutter so fühlen darf, eben nicht als Vorwurf. Das ist schon oft tröstlich, wenn man sich zugibt, ich bin ja damit gar nicht allein. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das, was Sie schildern, was vielen Frauen so geht, auch damit zu tun hat, halt wie man selber als Mädchen groß geworden ist. Das ist ja ein generelles Problem in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen heute. Wir sollen Kinder erziehen und müssen ja vor allem am ersten Kind noch einmal die eigene Kindheit als Frau, als Mutter neu durcherleben. Vieles wird einem ja überhaupt erst beim ersten Kind bewusst, wie man selber damals gelebt hat. Und zunächst mal kann man nur die Gefühle aufbringen, die damals möglich waren, die grundgelegt wurden. Dann beginnt das Bemühen, die Kinder sollen es besser haben als man selber. Auch dadurch entsteht oft so ein Stau. Ja, inzwischen ist mir auch ganz klar geworden, also dann mit der Aufarbeitung dieser Hintergründe, dass das ein Problem immer wieder in meine Begegnung mit meinem kleinen Sohn hineinrachte, das zu mir und meinem Vater gehörte. Also etwas da noch ganz Unausgetragenes und Undurchschautes und unbewusst Gebliebenes, dass immer wieder diese Hexenmutter meinem Sohn gegenüber ausmachte oder bewirkte. Das ist mir dann bei der Bearbeitung dieser Dinge erst aufgefallen. Ja. Aber noch etwas anderes ist mir jetzt wichtig zu diesem Märchen. Ich habe dann es tatsächlich auch so erlebt, was das Märchen dann in dem beschreibt, die Kinder werfen diese Hexe in den Ofen. Und das ist mir also dann im Nachhinein auch eine ganz wichtige Betrachtung, dass diese Phase ich als etwas sehr Heilsames empfinden kann. Und zwar empfand ich diesen Ofen, die Situation, wenn man wirklich das gleich einmal da rein verwoben in diese, ich sag mal, chaotischen Zustände und gleichzeitig aber auch neben sich stehend und darunter leidend als Person, als Mutter, die also so und nicht anders ist und kann zunächst. Und dieses, also ich habe das dann wirklich auch zusammengebracht irgendwann mit dem Bild des Fegefeuers, das, was die Kirche uns in diesem Bild darlegt, dass man unter einer Situation, die so ist, wie sie ist, die nicht änderbar ist, leidet aber doch, indem man sie ganz wirklich realistisch erlebt und nicht wegzudrängen versucht. Ne? Nicht die andere Alternative wäre, ja, irgendwo hin auszuweichen, in Alkohol oder in Drogen, weil man sich selber nicht aushält. Oder auch, denke ich, doch den Kindern immer wieder die Schuld aufzuladen und sich selber frei zu machen. Aber das alles lag mir nicht so nahe, sondern tatsächlich zu sehen, das Kind hat überhaupt nichts damit zu tun, mit meinen Reaktionen. Die sind hier völlig falsch diesem Kind gegenüber, aber irgendwo gehören sie hin. Sie müssen enorm an sich gearbeitet haben, um dahinter zu kommen. Aus dieser Situation heraus dann einfach notwendig. Ja. Es ist so, wie wenn die Kinder diese Mutter in diesen Ofen stoßen. Ja. Denn sie sind ja da und man beobachtet, sie wachsen so nicht, sie können so nicht leben unter dieser Bedingung, unter einer solchen Mutter. Ja. Und das bewirkt, dass dieser Prozess in Gang kommt, dass man etwas entwickeln muss. Ja, nur nochmal umgekehrt, dass sie ja in gewissem Sinn parallel dazu auch sich gelöst haben in ihrer Einstellung dem Vater gegenüber. Ja, also aus der Sicht der Kinder
ist es irgendwann nötig, die Eltern loszuwerden. Hier insbesondere die Mutter, die Hexe. Beide sind hier zwei Seiten ein und derselben Gestalt. Das kann den Kindern vorkommen, selber jetzt als etwas Unvermeidbares, Grausames. Statt verstoßen zu werden, in den Wald hineinzustoßen, die Eltern sozusagen, sie sprechen von Fegefeuer, aber man kann auch sagen, fast die Hölle, die sollen zum Teufel gehen. Das ist das Gefühl dahinter. Und natürlich haben sie furchtbare Schuldgefühle eigentlich. An dieser Stelle berichtet das Märchen viel zu kurz oder eigentlich zu fröhlich. Also ich kenne eine Menge Leute, die haben lernen müssen, ihre Eltern wegzuschieben. Aber das wird tatsächlich zunächst empfunden wie ein Mord. Ich kenne Patientinnen, vor allem Frauen, die das bis zum Ritual haben steigern müssen. Sie brächten ihre Mutter jetzt um. Sie hatten endlose Angst, endlose Schuldgefühle, fühlten dauernd sich verurteilt, weggeschoben, ungewollt. Kinder, die so erleben, die Mutter ist mein Tod, die kommen in der Psychotherapie eigentlich nur weiter, indem sie etwas tun, das sie fast wie ein Mord, wie etwas ganz Schlimmes empfinden. Es spielt sich alles nur inwendig ab. Nach außen bleiben vielleicht die Verhältnisse, wie sie waren. Aber man muss diese Schuldgefühle durchgehen. Und schon deshalb ist es so wichtig, dass nicht herummoralisiert wird, sondern dass man dabei bleibt. Wie sind die Beziehungen? Und am Ende läuft das, was hier jetzt so gewalttätig geschildert wird, so grausam, die Tötung der Hexe. Sie besteht in aller Regel am Ende darin, dass man im wirklichen Leben sich unterhält. Was brauchst du, was brauche ich und wie passt das nun zueinander? Wo ist deine Grenze, wo ist meine Grenze? Das ist normalerweise das wirkliche Leben. Aber das ist dann ein Ergebnis der Durcharbeitung dieser chaotischen Situation. Ne? Ja, ganz richtig. Nee, ist das tatsächlich dieser Ofen oder die Hölle, wie Sie gesagt haben. Ne? Dass man lernt, frühzeitiger zu sprechen. Ja. Also statt zornig zu explodieren, müsste man die Äußerung der eigenen Bedürfnisse viel früher. Und mir waren dabei wieder sehr hilfreich meine Kinder, die wirklich, was ich dann auch zulassen konnte aus meiner eigenen Geschichte heraus, ganz deutlich gemacht haben, wenn sie ablehnten. Die haben also nicht mehr das gemacht, was ich noch musste oder weshalb ich so verbogen war, sage ich mal. Immer noch freundlich und fröhlich zu sein und zugewandt, wenn meine Eltern garstig zu mir waren. Vielleicht wünsche ich Ihnen am meisten, dass es gelingt, Ihren Kindern eine Jugend zu schenken, wie Sie sie selber sich gewünscht hätten, aber nicht hatten. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Herzlichen Dank. Jetzt eine kurze Musik und dann kommen die Nachrichten und dann sind wir wieder da unter 30-20-20. Nachtgespräche bei Ihrem Stadtradio mit Eugen Drewermann und den Hörern von Berlin 88.8. Wir treten in die letzte halbe Stunde und begrüßen Sie, meine Hörerinnen und Hörer, die Sie noch ausgeharrt haben. Und wir freuen uns über eine Hörerin am Telefon. Guten Abend, Frau Winkler. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe folgende Frage. Im ganzen Gespräch kommt immer wieder die böse Hexe, die böse Mutter, gleich Stiefmutter. Mhm. Es wird immer wieder gesagt, dass der Vater arm und sehr bedauernswert ist. Warum, verdammt nochmal, Entschuldigung, wird dieser Vater, dieser zum Schluss als der Held, der die Kinder als positiver Empfänger, also in Empfang nimmt, gefeiert und die Mutter ist die Böse, die zum Schluss am Ende ist und überwunden ist. Ja. Warum wird immer wieder nur auf die Mutter als die Böse oder die Abzulehnende oder die von den Kindern zu überwindende Person hingewiesen? Warum wird auch immer wieder gesagt, dass die Frauen in dieser Rolle sind? Warum ist nicht der Mann derjenige, ist das typisch für unsere Männergesellschaft? Oder wie soll man das interpretieren? Also das eine ist vollkommen klar. Die meisten Frauen wären nicht in solcher Not oft, wenn die
Männer in irgendeiner Weise zu ihrer Frau einen besseren Zugang hätten und sich aktiver mit in die Erziehung der Kinder einschalten könnten. Da ist vieles im Argen und das hat grob gesagt mit der Männergesellschaft, mit der Rollenverteilung, die wir da vornehmen, zwischen Mann und Frau zu tun. Aber es gibt eine tiefere Erklärung. Ich kenne eine ganze Reihe von Frauen jetzt vor allem, die als Mädchen erlebt haben, dass die Mutter sie ablehnt, aus was für Gründen jetzt im Einzelnen auch immer. Das Problem ist, dass... Entschuldigung, es handelt sich ja nicht nur um Frauen, die sich abgelehnt fühlen, wenn wir schon genauso. Sagen, es ist das Pärchen, es sind beide, es sind sowohl... Ja, klar. Es ist beides, es sind die beiden Kinder in ihrer Doppelgestalt als Männchen, als Männlein und Weiblein. So ist es, aber das also, Problem ist... beide sind abgelehnt. Also es ist nicht nur die Rollensituation Frau gegen Mutter, das wird ja nun schon, also Mutter und Tochter, das wird ja sehr lange diskutiert, sondern es ist allgemein, in diesem Märchen mindestens, ist die allgemeine Erwachsenwerdung. Aber das Problem ist erstmal, Kinder werden groß bei ihrer Mutter. Und die frühesten Erfahrungen, die Kinder durchmachen, stammen halt daher. Wenn nun eine Frau so empfinden muss, wie es hier vorausgesetzt wird in der Geschichte, dann wird ein Kind, Sie haben völlig recht, egal jetzt, ob Mädchen oder Junge, bei Mädchen aber vermutlich noch viel stärker, sich richten in die Hoffnung hinein, der Vater hat es lieb. Also das ist die Erwartung dann. Die Mutter kann mit dem Kind nichts anfangen. Das Kind klammert sich jetzt an das zweite Elternteil. Aber das ist dann eine reine Hypothese. Dieser Vater ist dort in diesem Märchen, ist er doch eine reine Göttergestalt, die am Ende wieder auftaucht. Da haben Sie die ganze Zeit wird nur gegen die Mutter gekämpft. Also Wirklichkeit. Das ist für mich eine Männerinterpretation. Ja, so nicht. Das Leben selber interpretiert ja. Ich will sagen, ein Kind, das sich von der Mutter abgelehnt fühlt, also egal jetzt, ob der Mann daran mit die Schuld trägt oder nicht, wird versuchen, nach Ersatz Ausschau zu halten. Und da gibt es zunächst mal in der Familie ja eigentlich nur den Vater. Auf den werden jetzt die Wünsche verschoben. Gut, aber der ist nicht vorhanden. Nehmen wir mal an, er ist vorhanden oder zu schwach oder ganz weg. Er ist eine reine Fantasiegestalt, kann auch sein, natürlich. Jedenfalls wird er dann als positiv empfunden. Es ist die letzte verzweifelte Hoffnung, wenigstens der Vater hat mich lieb. Und dann gibt es in der Vorstellung, nicht in der Wirklichkeit, aber in der Vorstellung, Gespräche, wie das Märchen sie hier erzählt. Der Vater wäre gut, wenn nicht die Mutter dauernd hinter ihm stecken würde und dreht seine ursprüngliche Zuneigung am Ende doch gegen die Kinder. Der Vater ist ablehnend nur aus Schwäche. Eigentlich hat er die Kinder lieb. Diese letzte Hoffnung, die noch bleibt, wenigstens der Vater mag mich, kann für Kinderleben rettend sein. Also ich würde das nicht zunächst mal soziologisch interpretieren, sondern das ist wirklich die Geschichte von Erfahrungen aus dem Leben von Kindern, die als erstes entdecken, dass die Mutter mit ihnen nur begrenzt was anfangen kann. Die klammern dann mit ihren Händchen nach allen Seiten, wo es einen neuen Halt gibt. Und dann kommt eine Konstellation zustande, weitgehend in der Fantasiewelt. Da stimme ich Ihnen sehr zu, wie das Märchen es dann hier erzählt. Richtig also ist, meinen, Frauen wären... Diese Vaterfigur ist eigentlich gar nicht richtig vorhanden. Sie ist einfach nur erfunden. Dieses Märchen bedeutet eigentlich nur einen Ablösungsprozess insgesamt von der Kindheit. Und die ist besonders in der Mutter dokumentiert. Ja, so ähnlich wollte uns das Herr Dau eben plausibel machen. Es handelt sich einfach um eine Phase von Loslösung. Ich glaube das nicht, oder nur begrenzt, das kann man so sehen, aber ich glaube, dass hier tatsächlich die Rede geht von real erlebter Not, die aus dem Inneren der Mutter und des Vaters stammt. Da gibt es Lebenseinschränkungen, die mitunter die beste Mutter der Welt daran hindern, ihre Kinder einfach nur gern zu haben. Und wo in die Sprache der Liebe sogar auch andeutungsweise im Hintergrund Töne von Ablehnung
sind. Aber und umso heftiger. Das Problem dabei, dass immer, also eigentlich überall, in jedem Märchen, immer wieder, es ist nicht nur dieses Hänsel und Gretel, aber da wird es ganz besonders deutlich, immer wieder die Mutter abgelehnt wird, die Mutter als die Böse empfunden wird und immer wieder der Vater als der Gute. Das ist nicht also, immer. Ich meine, das kann eigentlich nicht kein Archetypus sein, das muss irgendetwas sein, was wirklich in dieser Männerwelt bedingt ist. Sie haben recht, wenn Sie sich fragen, gibt es nicht auch das bei Männern? Das erzählen die Märchen aber auch, dass da irgendein Räuberhauptmann im Hintergrund ist, der als Menschenfresser auftaucht, aber eine liebe Alte, die davon noch gerade schützt und hilft irgendwelchen Kindern, sich davor zu schützen. So umgekehrt gibt's das ja auch. Beides ist möglich. Nur es lässt sich schwer vermeiden. Kinder erleben als erstes die Gestalt der Mutter. Und wenn da etwas schief läuft, ergeben sich von ganz früh bestimmte Probleme, die sich auf den Vater dann verschieben und der in aller Regel wird sie auch nicht lösen. Also insofern gibt es einen bestimmten Überhang. Wenn Kinder erzählen, geht's zunächst mal um die Mutter. Das wird man nicht vermeiden können. Dass Frauen viel mehr geholfen werden könnte, wenn die Rollenzuweisung zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft partnerschaftlicher bestimmt würden. Das ist ein wichtiger Hinweis, den Sie uns geben. Und ganz sicher wäre es nicht richtig zu sagen, auch dieses Märchen unterstreicht jetzt mal wieder, Frauen können Hexen sein. Umgekehrt wollten wir es ja heute Abend lesen. Also ich meine, die Not von Frauen sollte mit artikuliert werden. Ich meine eher, dass die Frau, die sich bemüht, wir haben das ja nun auch gehört, viele Frauen haben sich gemeldet und wenig Männer haben sich gemeldet, nicht? Also die Frau bemüht sich, in ihrer Mutterrolle zu funktionieren und irgendwas geht schief, irgendwas. Und dann wird das ganz einfach interpretiert, na, das ist eben rollenbedingt. Und ich denke, dass das einfach nicht rollenbedingt ist, sondern dass es einfach zugewiesen wird. Ja, aber das heißt ja, Rolle heißt Zuweisung in Gesellschaft. Das meine ich ja. Ich will nicht sagen, Frauen sind an allem schuld, also das wäre ganz sicher nicht. Und aber das hört sich ein bisschen so an in all diesen Märchen, nicht? Also, oder auch, was die Psychologen uns immer erzählen. Die Mutter ist an allem schuld. Es ist niemals der Vater, der irgendwelche heiligen Gefühle, oder selten, die irgendwelche heiligen Dinge kaputt gemacht haben. Im Kind ist es normalerweise die Mutter, die es kaputt gemacht hat. Also ich gebe Ihnen völlig recht, wenn Sie aus diesen Märchen den erhobenen Zeigefinger hören, mit Vorwürfen belegt, dann interpretiert sich's gegen sich selber. So ist es nicht zu verstehen. Dass die Psychologen immer wieder von der Mutter sprechen, liegt halt daran, dass sie tatsächlich eine überragende Rolle in den ersten Lebensjahren eines Kindes spielt, weit stärker als der Vater. Sie müssen daran denken, dass das 8 Monate dauert, bis ein Kind überhaupt merkt, dass es einen Vater gibt. Also, dass es Personen identifiziert außerhalb des Bereichs seiner Mutter. Das ist ein so riesiger seelischer Prozess, bis dass ein Kind den Vater als eine eigenständige Person überhaupt wahrnimmt. In all der Zeit hängt es nun von seiner Mutter ab. Und das ist für Psychologen, die etwas nacharbeiten müssen, natürlich dann die Aufgabe, davon zu sprechen. Deshalb ganz, ganz wichtig, alle Einsicht über menschliche Zusammenhänge, über Tragödien, über Schicksale, über Engpässe, nie sollten wir die Psychologie verwenden, um Vorwürfe zu machen. Dann wäre sie ganz falsch verstanden. Und die Märchen sind wie Träume, die sich selbst erzählen. Ich mindestens möchte das verwenden, um das Terrain des Verstehens zu erweitern. Nicht, dass du hast falsch gemacht und du hättest schon immer wissen müssen. Und wieder jetzt du warst es. Das führt zu gar nichts. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Ja, danke schön, Frau Winkler. Danke. Und als Letzten haben wir noch Herrn Adamczyk, etwas kurz, wenn ich darum bitten darf, weil wir uns dem Ende zügig zunähern. Guten Abend, Herr Adamczyk. Ja, guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Ich bin wieder mal dran. Ja. Ich habe schon mehrmals versucht, wurde aber immer abgewiegelt, damit andere auch mal hören können. Mhm. Also heute habe ich wieder Glück, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Schön. Es geht mir um Folgendes. Kann die Kirche nicht mehr Reklame machen dafür, nach den Geboten zu leben? Du sollst nicht töten, also nicht abtreiben.
Abtreiben ist ja auch wirklich nur töten in dem Sinne, wenn Ei und Samen schon zusammengekommen sind. Vorher bei der Verhütung, da sollte man für Reklame machen, für Verhütung. Da ist ja noch gar keine Tötung vorhanden. Ei oder Samen kann ja alleine nicht leben, ist alleine nicht lebensfähig. Ja, also ist aber schon ein bisschen schwierig wieder. Die Kirche macht ja gegen die katholische jedenfalls, gegen Abtreibung auf ganz massive Weise im Moment Reklame. Will sogar das Strafrecht wieder einführen und eng ziehen in diesem Punkte, hat in der kirchlichen Gesetzgebung bis zur Exkommunikation in Strafen verhängt. Ein Problem bleibt ja, kann man wirklich, wie Sie es sagen, ein befruchtetes Ei für einen lebenden Menschen ausgeben? Also soweit ich der Wissenschaft glauben darf, schon ja, denn ich habe ja schon... Dass alle Erbanlagen drin enthalten sind, das leuchtet niemand. Genau. Und das verstößt dann gegen das Gebot Gottes, du sollst nicht töten. Ja, also ich bin gegen Abtreibung, aber ich bin für Verhütung. Ja klar, aber gehen wir bei der Verhütung jetzt einen Schritt weiter. Millionen Frauen haben die sogenannte Spirale genommen. Da wird verhütet, dass ein befruchtetes Ei sich einnistet. Nach katholischer Auffassung ist das Frühabtreibung. Ist das also so viel wie Mord? Und ich glaube, da gerät... Es gibt ja andere Verhütungsmittel, wenn ich mal zwischenfahren darf, und zwar chemische... ja gut, aber die vertragen wieder nicht... Ja klar, habe ich gehört, aber die vertragen ja nun nicht alle Frauen. Und für manche ist halt die Spirale eine sichere Form. Ich glaube, keinem Frauenarzt der Welt kann man beibringen, dass er dabei behilflich sei, einen Mord vorzubereiten. Es ist absurd. Ich drücke mich jetzt in der Kürze ziemlich massiv aus. Wenn Sie zu Ostern ein Ei gegessen haben, das befruchtet war, kann ja sein, werden Sie ja nicht einen Huhn getötet haben. Ja. Da gibt es einen Unterschied zwischen der Hinderung daran, dass mögliches Leben sich entwickeln kann. Und der Tötung von entwickeltem Leben gibt es einen Unterschied und der müsste auch im Denken der Kirche einen Unterschied machen. Er ist tatsächlich wesentlich. Drum, dass man das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, in diesem Bereich differenziert auslegen sollte. Dann verstehe ich, dass man mindestens einem Wesen gegenüber das zu Gefühlen imstande ist, das beginnt selber zu denken, das selber reagieren kann und das ist tatsächlich ungefähr ab dem dritten Lebensmonat der Fall. Ja. Rücksicht üben muss. Also von da an beginnt eine Grenze, jedenfalls in der Lebensentwicklung, wo der Beginn von menschlichem Leben so fixiert wird, dass wer da dass die Weiterentwicklung blockiert, menschliches Leben jetzt in realem Sinne tötet. Also ein Küken beispielsweise, das im Ei kurz vor dem Schlüpfen ist, wer dieses Ei vernichtet, tötet so gut wie ein Huhn. Ja, ja. Ein Küken immerhin. Ja. Aber ein befruchtetes Ei ist weder ein Küken noch ein Huhn. Und so müssen wir, glaube ich, zwischen befruchteten Eiern, zwischen Embryonen, Föten und wirklichem menschlichem Leben unterscheiden. Na gut, dann sollen sie die Verhütung dann abschaffen, aber dann sollen sie das soziale Netz weltweit ausbauen, damit keiner durchs soziale Netz fällt, damit wegen der Not nicht die Frauen, die nötig sind, abzutreiben. Dann bleiben immer noch die vielen seelischen Probleme übrig, die wir nicht vom Tisch wischen können. Naja, die Frauen können sich ja denn damit trösten, ich war nicht in der Lage, dich zu ernähren, ich habe dich zu Pflegeeltern gegeben, wenn sie dann eines Tages an die Tür klopfen, wie vorhin die eine Frau da fürchterlicher geäußert hat, da klopft mein Kind an die Tür und fragt. Die Frau Schäfer hat so gesagt, aber ich habe auch das Beispiel aus Memmingen. Aber dann kann man doch dem Kind gegenüber sagen, na, ich habe dich wenigstens in treue Hände gegeben. Ich war nicht dazu in der Lage, aber ich habe dich wenigstens nicht abgetrieben. Du kannst dich doch rechtfertigen. Wäre mir lieb, wenn das immer so ging. Aber das Beispiel aus Memmingen, das ich anfangs erzählt habe, zeigt, dass es mitunter für die größten Gefahren erachtet werden muss, dass eine Frau überhaupt nach außen zu erkennen gibt, dass sie schwanger ist, geschweige denn, dass sie ein Kind austrägt. Das kann bedeuten, dass ihre ganze Familie zerbricht, dass die Kinder, die sie schon hat... Das wird heute nicht mehr der Fall sein. Das war früher, wo die große Not herrschte im Krieg oder danach. Na, davon spreche ich jetzt nicht. Ich meine ganz simpel, dass eine Frau, die ein Kind bekommt von einem Mann, der nicht ihr eigener ist... Ach so, ja. Eine Vergewaltigung zum Beispiel. Ja, noch nicht einmal. Sie hat einfach einen geliebten
liebten, weil ihre Ehe halb zerbrochen war? Ja, oder so, ja. Kann ja alles sein. Natürlich. Dann entsteht eine Krise, die von außen, glaube ich, nicht zu lösen ist. Ganz sicher nicht mit der Parole, jetzt weiter so. Lieber Herr Adamczyk, haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt an der Zwischenzeit dazwischen gehe? Wir haben noch eine Hörerin. Seien Sie so freundlich und sehen Sie mir nach, wenn ich an der Stelle das Gespräch beende. Sind Sie so freundlich? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Herr Adamczyk. Frau Horn, jetzt können Sie noch eben, wenn Sie es schnell machen, kommen Sie auch noch durch. Ganz schnell. Ja, ich bin eigentlich ein passiver Hörer normalerweise. Aber umso besser, dass Sie auch Mut gefunden haben. Bei dem Thema Märchen möchte ich mich doch äußern. Mhm. Als meine Tochter schwanger wurde, haben wir uns mal über Märchen unterhalten. Es ist doch wirklich so, unsere Märchen sind brutal. Die kann man einem Kind nicht erzählen. Denn wir Erwachsene, ich meine, ich bezeichne mich jetzt als wir, weil ich ja auch mithöre, wir Erwachsenen unterhalten uns darüber, wie die Märchen interpretiert werden könnten. Das kann man doch einem Kind nicht erzählen. Meine Tochter war entrüstet, als sie dahin kam und dachte, ja, was schenken wir dem Kind? Ein Märchen? Na, um Gottes Willen, komm nicht auf die Idee, meinem Kind solch ein Märchen zu präsentieren. Das versteht das Kind doch gar nicht. Ich finde, wir Deutschen, unsere deutschen Märchen sind alle brutal und nicht als Märchen zu bezeichnen. Denn das sollte man wirklich mal ganz deutlich sagen, dass das irgendwie gut ist, man kann sich darüber unterhalten, es sind Geschichten für Erwachsene. Und für das Leben, aber nicht für Kinder, niemals. Also, ein Stückchen stimme ich Ihnen dabei zu, wenn wir die Märchen auslegen, tun wir das ja schon der Uhrzeit nach für Erwachsene. Wer hört von den Kindern nachts um 12:30 noch zu, was Grimmsche Geschichten uns erzählen? Aber es gibt Unterschiede. Manche Märchen sind tatsächlich völlig harmonisch. Eine Geschichte wie Schneeweißchen und Rosenrot, da werden die Psychologen kommen und sagen, das ist fast solch eine Idylle, existiert auch nicht. Es gibt eine ganze Spannung. Dann gibt's Märchen, die gehören sich wirklich nicht für Kinder, weil sie mit Angst und Grausamkeit das Fassungsvermögen von Kindern übersteigen. Das verstehen die nicht, die Kinder, und das kann man einem Kind auch nicht klar machen. Die Geschichte vom Blaubart beispielsweise gehört nicht in die Kinderbuchausgaben. Steht sie auch nicht drin. Ja. Aber jetzt heute Abend, Hänsel und Gretel, da wird ja erzählt von Problemen, die Kinder haben, und es wird auch erzählt von einer Lösung. Die ist grausam, wenn man eine Hexe ins Feuer tut. Wir haben im Abendland jahrhundertelang sowas gemacht und es ist scheußlich. Aber die Fantasie der Kinder. Nein, ein Kind versteht das nicht. Und Märchen erzählt man ja einem Kind nicht mehr mit 7. Mit 7 will kein Kind mehr ein Märchen hören. Oder mit noch größerem, sagen, pass mal auf, wir werden uns jetzt ein Märchen erzählen. Und dann müssen wir uns aber erstmal darüber unterhalten, damit du das überhaupt verstehst. So und so und so wird das eventuell interpretiert. Oder so und so könntest du das verstehen. Ein Dreijähriges versteht das nicht, was man damit sagen will. Ja, das ist sicher. Aber ein 4-5-Jähriges, also das klassische Märchenalter, wo Kinder gerne Märchen hören, da wird ja zweierlei passieren. Das Schreckliche oder das Unheimliche wird ja schon dadurch gemäßigt, dass es die eigene Mutter ist, die es erzählt. Man hat Angst, man erlebt aber auch Ängste oder Krisensituationen lassen sich überwinden. Und wenn es die Mutti erzählt, vermittelt sie das Vertrauen. Kind, es kann dir passieren, was will, am Ende gibt es eine Lösung. Das erlebt das Kind. Ja. Und dann noch ein zweites, die Grausamkeiten, in Anführungsstrichen, die in den Märchen drinstecken, haben ganz oft einen tiefen Sinn. Also wenn Kinderpsychologen sich beschäftigen mit Kindern, ist es unvermeidbar, dass man erlebt, Kinder haben Aggressionen. Die können wir uns moralisch nicht einfach wegzensieren. Aber im Gegenteil. Auch nicht mit Märchen erzählen. Können wir nicht, wenn Kinder Aggressionen haben, dann liegt das daran, dass sich die Eltern oder jedenfalls die Zuchtpersonen nicht genug mit dem Kind beschäftigen. Oder auf falsche Weise oder nicht kindgemäß. Und mit Märchen erzählen, also Märchen, da mache ich Anführungsstriche drunter, nicht? Also mit Märchen erzählen können wir solchen Kindern nicht. Also da bin ich anderer Meinung. Es gibt jedenfalls genügend Untersuchungen, dass Kinder durch Märchen
auf die eigenen Konflikte indirekt hingewiesen werden. Sie dürfen erstmal zum Beispiel ihre eigene Mutter nicht nur als eine gütige Fee wahrnehmen, sondern es ist erlaubt auch zu sehen, Mutti kann mitunter schlimm sein. Die liebste Mutter der Erde wird das sein und eine Hexenfantasie ist erst einmal die Erlaubnis zu denken, Mutti hat auch eine Schattenseite. Kein Kind kann das bewusst sagen, aber es erlebt es ja. Gerade dieses Märchen hier, wovon Sie heute gesprochen haben, das sollte man wirklich erst vorlesen mit Begleittext, den man sich vorher überlegt. Denn so einfach könnte das also wirklich meiner Ansicht nach schlimme Folgen für ein kleines Kind haben. Könnte sagen, hör mal zu, ich erzähle dir jetzt ein Märchen und so und so und so sollte man das sehen. Und sieh mal, wir haben ja auch dieses Erlebnis. Ja klar, ein Märchen kann man dem Kind nicht kommentieren. Entweder es versteht es von selber, dafür ist es zu klein und es macht sich nicht unsere Gedanken, muss auch nicht. Nein. Aber schauen Sie mal, was wir in unserer Kultur den Kindern beibringen, kaum dass sie 5, 6 Jahre alt sind, ist eigentlich viel schlimmer. Dass der Sohn Gottes am Kreuze stirbt und dass er sich opfert, um uns von den Sünden zu erlösen. Ja. Das ist normal in unserer Kultur und ich halte das für weit grausamer, als wenn erzählt wird, dass der Wolf getötet wird oder eine Hexe weggejagt wird. Ich meine, meine Tochter, die brachte mal einen kleinen, da ging sie noch nicht zur Schule, also gerade mal, ich glaube, das erste Jahr. Stellt sich der kleine Junge ans Fenster und sagt, kam gerade vom Religionsunterricht, guck, wenn du aber da oben meine Mutti holst, na, dann komme ich gleich und schieße dich ab. Also der hat doch diesen Religionsunterricht überhaupt gar nicht verstanden. Er hat aber auf etwas, das er verstanden hat, mit Aggression geantwortet, genauso wie hier im Märchen also auch. Und das meine ich jetzt nochmal. Dann habe ich erstmal den Jungen genommen und habe beide genommen, habe erstmal erzählt, was es eigentlich sein soll. Aber ich finde, das, was es sein soll, das sollte man den Kindern auch beibringen. Genau wie bei den Märchen. Man sollte denen die Märchen erzählen und ihnen aber auch gleich sagen, Kinder, so und so ist das gemeint, nicht etwas, dass ihr jetzt hier so, wenn da irgendwie ein Feuer ist, dass ihr da jemand reinschubst. Also das tut man nicht. Das ist so und so gemeint. So dumm sind ja nicht die Kinder. Für die das sagen Sie das nicht. Die glauben das, was die Mutter erzählt oder Vater erzählt, das ist erstmal das, was geglaubt wird. Fürs Kinderalter gilt ja, dass zwischen Realität und Fantasie flüssige Grenzen sind. Die sind so eng nicht gezogen. Okay. Und die Kinder begreifen schon ganz richtig, was eine Hexe ist. Das ist Teil einer Fantasiewelt, natürlich. Und dass ein Haus, das nur aus Essen ist, genauso nicht an der Straßenecke steht, das kriegen die Kinder natürlich mit. Völlig richtig, ist eine Geschichte, die man eigens kommentieren muss, damit man sie versteht, ist langweilig. Und wenn Kinder Märchen nicht verstehen würden, dann macht es keinen Sinn, sie zu erzählen. Nein, aber sie verstehen sie eben falsch, wenn man sie nicht interpretiert, so wie die Erwachsenen, wie wir Erwachsene uns jetzt darüber unterhalten. Nicht? Und das verstehen die Kleinen noch nicht. Und da bin ich nicht sicher. Also es ist mit den Kindern nicht anders, als wenn sie hoffentlich in einer Stunde träumen, dann werden sie sich eine Geschichte erzählen, die sie auch nur begrenzt verstehen und die trotzdem ihnen viel zu sagen hat. So ist das mit den Märchen bei den Kindern. Sie geben die Erlaubnis, auch Gefühle auszudrücken, die unter moralischer Zensur sonst wegblieben. Gefühle von Angst, von Misstrauen, von Hass, von Lebenstricks wie Lügen. Lauter moralisch zensierte Dinge. Die Märchen sagen, sowas darf doch vorkommen. Du darfst auch mal denken, du hast Angst vor deiner Mutter. Sie ist nicht nur gut. Das alles braucht man aber nicht zu kommentieren, weil es erlebt wird, spielerisch erlebt wird. Und das könnte eine quasi therapeutische Funktion von Märchen bei Kindern sein. Ich danke Ihnen sehr. Also da müssten wir noch länger drüber diskutieren. Ja, also doch, das könnte ich auch. Ja, schön. Ich wünsche eine schöne Nacht und ich höre gerne. Mit schönen Träumen Ihnen. Ja. Dankeschön. Das war sie, die Nachtgespräche mit Eugen Drewermann auf Berlin 88.8. Wir hören uns das nächste Mal am 6. Juni und dann wird es gehen um das Märchen Der Froschkönig. Für heute verabschieden sich Miriam Gläser, Dieter Probst und Christiane Olsen.
Am Mikrofon wünschen Ihnen Michael Longert und Eugen Drewermann eine gute Nacht. Und nach einer kurzen Musik blenden wir uns ein in den Nachtexpress der ARD, der heute vom Westdeutschen Rundfunk kommt.